Annette und Hupsi, ja, sie haben alles verkauft, ja, ihr Haus verkauft, aber nicht ihren Hund. Nein, den behalten wir noch. Und leben jetzt im Phoenix Wohnmobil. Das war ein langer Schritt hier. Auf der linken Seite ist die Annette. Du bist eine Annette, oder? Ich bin die Annette, genau. Ja, du bist ja. Die Annette. Du hast einen wunderbaren Akzent, ja. Das heißt, das ist eine komplette Mischung aus allem, oder wie? Richtig. Ich bin aus Holland, aber schon so lange in Deutschland, dass dennoch kriegt man den Akzent nicht weg. Ja. Und wird das immer so bleiben. Ich habe gedacht, das wäre ein englischer Akzent. Nee, das ist tatsächlich holländisch. Ich habe aber lange in Schottland gewohnt und ich habe in Norwegen gewohnt. Vielleicht ist es daher noch ein bisschen drin. Rudy Carell. Ja, genau. Klasse. Super, und, Rudy. Ja, du bist der Hupsi? Ich bin der Hupsi, ich bin aus dem Saarland. Ne? Ja, ich auch. Ja, ich bin ehemaliger Bergmann. Okay. Habe 1976 angefangen bei Saarbergwerken noch. Okay. Ne, und haben wir in den 90er Jahren ein Haus gekauft, ein altes Bauernhaus, das haben wir umgebaut, 30 Jahre lang umgebaut, ne, Gary? Ja, jetzt ist die ganze Sache erledigt mit dem Umbau und uns ist das alles ziemlich zu viel geworden. Ne? Du bist ein Rentner oder was? Ja, ich war Bergmann, ne? Das hat zwar nichts zu sagen, ne? Dass man früh in Rente ist, aber es ist doch ein schwerer Job. Ne? Man muss da hart arbeiten. Das heißt, du warst wirklich in der Grube, oder wie? Ich war in der Grube, ja, unter Tage, im Vortrieb. Ne? Im Vortrieb. Da ist Tag und Nacht wird da gearbeitet, das heißt in mehreren Schichten. Rund um die Uhr, das geht ja. Ne? Ja gut. Du da hast gibt da Tageslicht. Ja. Tageslicht selten, über Winter sowieso immer weniger. Ne? Und wenn du dann noch Nachtschicht hast, 24 Uhr Schicht, kommst du morgens um 9 Uhr nach Hause, dann gehst du schlafen und wenn du dann wieder aufstehst, ist es schon wieder dunkel. Ne? Ja, also das halbe Leben im Dunkeln verbracht. Ne? Tja. Ja, und jetzt das ganze Leben im Hellen. Ja, ich zeige mal gerade die Alarmanlage, das ist der Gary. Der Gary ist ein belgischer, deutscher, französischer. Ein thüringischer Schäferhund. Ne? Ja. Die sind nicht so runtergezüchtet, deswegen haben wir uns den gekauft. Ne? Ja, ich zeig dir mal ganz lieber. Der ist ein ganz lieber. Er hat mir gerade eben schon mal ein bisschen in die Hand geknabbert. Ja, das macht er gerne. Zeig ich mal von deiner besten Seite. Aber Gary, wenn du keine Ahnung hast von Hunden, dann denkst du wirklich, aber ich nehme an, dass der auch wirklich sein Revier verteidigt, oder? Doch. Ja, das ist auf jeden Fall. Wir haben auch gefährliche Aufkleber drauf auf dem Wohnmobil. Ne? Zeig das mal. Da vorne ist er. Das ist ein Original. Also mit dem ist nicht zu spaßen, wenn er nicht eingeladen ist. Das ist halt. So, ich zeig's mal gerade. Ihr habt ein wunderschönes Wohnmobil in Phoenix. Der steht auf MAN. Ich frage mal gerade. MAN-Fahrzeug. Ne? Ist 7,5 Tonne. Ne? Ist ein 7,5-Tonner? 7,5-Tonner. Ja. Krass, der sieht viel größer aus. Ja, man muss sich dran gewöhnen. Ist eine Umstellung. War ja früher schon ein Wohnmobil, aber ein kleiner Fiat, ne? 20 Jahre alt. Ja. Und zum drin wohnen und übernachten war es doch ein bisschen eng. Ne? Ja, ihr habt was ganz Besonderes, das werden wir uns gleich mal angucken. Ihr habt eine Hecksitzgruppe. Das ist meines Erachtens der beste Grundriss, den es gibt. Ja. Ihr schlaft vorne dann, oder wie? Ja, wir schlafen vorne über den Führerhaus dann eben. Und hinter die Gruppe, wir haben eine tolle Küche drin. Eigentlich alles, was man braucht für zu leben. Also wir sind damit ganz glücklich. So, das Haus habt ihr wann verkauft? Vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen? Ja. Quatsch. Nee, echt? Echt? Da habt ihr noch einen guten Preis bekommen, oder? Ja, sonst hätten wir das uns auch nicht kaufen können, ne? So, das heißt, also ich wiederhole mal. Wir gehen mal gerade nach vorne, die Sonne scheint durch. Wir sind in Bayern. Ihr seid zurzeit auf der Durchreise und wir haben uns hier verabredet, denn ich sag mal, ein kleines Bauteil fehlt noch. Er sieht aus wie neu. Das ist Baujahr von dem? Er ist zwar schon 10 Jahre alt, aber da immer top gepflegt. Ne? Ja, der vorige Eigentümer haben da sehr viel dran gearbeitet und gemacht, gepflegt, gehegt und Änderungen vorgenommen und die haben das echt klasse gemacht. Jo. Ja, der hat Vanglas an der Seite drauf, das heißt, ihr habt echt Glasfenster ersetzt. Ja, einmal gelassen. Ne? Ja, genau. Und Klimaanlage. Alles drin, man braucht keinen Strom. Ne? Ja. Gasgenerator haben wir. Das ist ein Gasgenerator? Ja, Gasgenerator, ja. So, du brauchst Wasser, das kannst du ja direkt hier nebenan zapfen. Ja, das geht, das ist das Praktische hier. Ne? Ja, aber wir sind froh, wenn wir mal ins Warme kommen. Ne? Ist doch ziemlich frisch hier in Bayern. Ne? Ja, 16. Januar. Das heißt, ihr fahrt jetzt nach Spanien dann? Ja, wir hoffen also Ende dieser Woche oder kommende Woche dann zu fahren. Wir fahren via den Bodensee, Schweiz, Frankreich und dann mit der Fähre über, genau. Ne, nach Konstanz. Nach Konstanz? Ja, mit der Fähre vom Bodensee. Da seid ihr anschließend, das heißt, ihr fahrt los, Konstanz, Bodensee, seid ihr direkt in Spanien mit der Fähre? Ja. Wenn es möglich wäre, das wäre praktisch. Ja. Nee, ist ja noch ein weiter Weg, das heißt aber, der Weg ist das Ziel? So ist es. Ne? Wir haben ja Zeit. Es läuft ja nichts mehr weg. Genau. Wir brauchen keinen Rasen mehr zu mähen. Ja. Ne? Keine Maulwurfhauben mehr wegzumachen. Ja, ist schon praktisch. Wo schön ist, da kann man bleiben, da kann man mit dem Hund wandern gehen, lernt man auch die Gegend kennen. Und das ihr liebt euch wirklich, oder? Ja,
Seid ihr schon lange zusammen? Ja, ich kenne... Gar keine Frage. Sag mal. Sehr lange. Schon sehr lange, ne? Sie war 14 Jahre alt und ich 16. Da hatte ich noch ein Moped. Ne? So lange kennen wir uns schon. Ja. 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 Du warst in Holland oder warst du? Nee. Nee, sie ist auf Besuch gekommen, ne? Und da hat es direkt gefunkt. Ne? Ja. Und so ist das 14, echt passiert. Wie viele Jahre sind es jetzt? Fast 60. 60 Jahre seid ihr zusammen? Ja, nee, Quatsch, ich werde 60. Du wirst 60? Nee. Ich habe gerade gedacht, du siehst original aus wie 42. Ja, deswegen. Danke schön, nee. Oh, du siehst echt jung aus. Das sind echt? Aber so die Niederländer, die haben echt die Gene dafür. Das weiß ich jetzt nicht. Das macht die Meeresluft, die Frische in Holland. Oder vielleicht deine gute Pflege. Ja. Oder meine Pflege. Ja. Sag mal, ist das niederländisch? Hast du das ein bisschen verloren? Nee, ganz und gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Sag mal irgendwas auf Niederländisch. Ja, wat moet ik zeggen? Ik bel iedere dag met mijn moeder, twee keer per dag, ja. So, du hast zum Glück nicht Antje, das wäre dann so. Nee, aber ich habe ja viel zu tun mit Niederländern, muss man sagen. Ja. Es ist ja um die Ecke, ist ja nicht weit weg. Hast du noch Family drüben? Ja, Gott sei Dank, meine Mama wohnt noch dort. Die wohnt auch in Deutschland, oder? Nee. Bitte? Die wohnt drüben in Niederland. Ja, die wohnt in Holland, genau. Wo, an der Küste? Nein, in Hogeveen, das ist Richtung Zwolle. Okay. Ja, also eher im Norden von Holland. Z-W-O-L-L-E. Korrekt, genau so. Gut. So, ich zeig's mal. Ja. Sturmvogel heißt das Auto. So, das hieß vorher auch schon Sturmvogel? Nee. Doch. Das war der Sturmvogel. Ja, benannt, ja. Aber der ist so hübsch, das ist der Hammer. Ja. Der ist ungefähr wie alt? Der ist 4 Jahre alt, ne? Ja, ist auch ganz lieber, ne? Ja. Das ist vielleicht ganz wichtig. Also, dass man weiß, dass so ein Schäferhund, das ist schon ein richtig toller Gefährt, oder? Ja, sie sind nicht immer so gefährlich und gemein, wie sie dargestellt werden. Du hast eben blöd geguckt, als ich auf ihn zugegangen bin, gell? Das machen nicht so viel, oder? Bitte? Die so direkt auf ihn zugehen, das machen nicht so viel, oder? Erstaunlich, mehr Menschen, wie man denkt. Ja. Doch. Und er ist auch lieb mit anderen Hunden. Der hat total Respekt für denen, gar kein Problem. Der beißt nicht, der bellt. Gut, bellen tut er dann schon. Ja. Aber er macht sie nichts. Er zieht sich immer dann zurück. Also der ist echt, was das angeht, ein toller Hund. So ja. Wir stehen hier am Freistaat. Das Coole ist hier, man hat echt Platz zum rausgehen, Gassi gehen. Ja. Du hast hier unglaublich tolle Landschaft drumherum, oder? Ja, absolut. Wir waren ja jetzt auch in Erdweg. Das ist ein Ort, so 10 Kilometer weiter. Einfach wunderschön. Die Felder, Wiesen, Wald, dann die Sonne da drüber. Und wenn dann alles weiß gefroren ist, ist es super schön. Dafür braucht man dann auch nicht in die Berge. Dann kann man auch schön bequem in die Hügel gehen, gell? Sehr schön. So. Hupsi. Ja, vielen Dank erstmal. Du willst noch ein bisschen aufräumen drin, hast du gesagt. Wir gehen gleich mal rein. Genau, und dann hole ich dich mal und du zeigst mir mal ein bisschen dein tolles Auto. Denn wenn du mal kurz mal zu mir kommst. Das ist ein Alkoven, wie man sieht. Jawohl, ein Alkoven, oben jetzt schlafen ist eine Menge Platz. Da hast du 2,20 Meter und 2 Meter, ne? Die Liegefläche. Platz ohne Ende. Ich mache mal die Seite auf, hier bei Haus. So, da vorne ist er, der Sturmvogel. So sieht er aus von der Seite. Und wow, das ist das Fahrerhaus. Das ist ein LKW, ne? Hubraum, was hat er? Oh, da bin ich jetzt überfragt. Ne? Das ist jetzt ein bisschen zu viel gefragt. Ja, ist nicht so schlimm. Der hat Luftfeder. Luftfederung hat er, die Sitze kann ich schön verstellen. Ne? Die Rückenlehne hat sogar noch einen Ventilator. Wenn dem Sommer zu heiß wird, wird der Rücken noch gekühlt. Ne? Toll. Da im Gary seine Hundematratze in der Mitte, die haben wir erst gekauft. Da ist der Lieblingsplatz, da kann er auch immer schön aufpassen. So, jetzt ist das hier ja ein richtiger LKW mit Luftbremse, mit Staudruckbremse hat er, oder? Ja, so. Luftbremse, ja. So, das heißt, wenn du runterfährst, jetzt starke Berge, da hast du eine Zusatzbremse, oder? Die bremst automatisch, das geht alles automatisch. Ne? Das Automatikgetriebe, man kann auch von Hand noch schalten. Okay. Und wenn es bergunter geht, das regelt er alles automatisch mit der Bremsung. Ne? So, die 10 Jahre, da ist er gerade mal eingefahren wahrscheinlich. Was hat er runter? Hat er schon 80.000 Kilometer, ne? 80.000? Ja. Das ist nicht viel. Und immer top gepflegt worden. Der Vorgänger hat doch jedes Jahr neue Reifen drauf gemacht. Regelmäßig, ist für mich zwar unverständlich, aber ist gut so. Hat jedes Jahr neue Reifen? Ja. Er ist immer auf Nummer sicher gegangen mit allem. Gut, jetzt ist natürlich da vorne ist der Durchgang, hier sieht man es. Ja. Ihr habt einen wunderbaren Grundriss. Das bedeutet also von der Raumausnutzung her. Platz, gell? Du hast Platz, oder? Ja, wir sind hier nur zu zweit und der Hund. Ne? Wir brauchen nur 2 Betten für uns und da hast du hinten die Sitzfläche. Das reicht vollkommen. Ne? Ja, das ist ja schon Leichtbau, muss man sagen. Aber ich sag mal 7,5 Tonnen, da ist man schon manchmal an der Grenze, oder? Ja, das heißt, wenn du losfährst, am besten Wasser ablassen, oder?
Nee, das machen wir nicht. Das funktioniert alles so. Ne? Es geht. Ja, okay, wunderbar. So, ich guck mal gerade. Also richtiger LKW heißt so ein bisschen Trucker-Feeling für dich, oder? Ja, man sitzt schön hoch. Ich hatte vorher einen VW-Bus. Ne? Das war auch schon ein Feeling, wenn man höher sitzt. Ne? Aber das ist ja was ganz anderes jetzt. Ne? Zeig mal bitte. Hier vorne, da ist was drin. Was hast du da? Moment, ich mach mal auf. Ja. Na gut, das ist für unseren Hund die Rampe. Wenn er mal älter wird, dann muss er in das Fahrzeug nochmal reinkommen, weil er ziemlich hoch ist. Die Auffahrrampe für den Hund. Auffahrrampe für den Hund, jawohl. Ne? Schön. Unternehmen ist Hundefutter, oder? Ja. So, das heißt der Ablass für den Fäkalientank? Ja, das ist der Ablass für den Fäkalientank. Okay, ja. Das heißt, ihr habt einen Festtank. Ein Festtank, ne? Festtanktoilette, die da ist. Ja, es geht jetzt nach Spanien. Auf welchem Platz wollt ihr fahren? Gut, wir haben Freunde in Alicante und die gehen wir besuchen. Wir haben ja Zeit, ne? Wir fahren an der Küste vorbei, Richtung Portugal dann, ne? Und dann Bretagne und dann in die Richtung nach Holland, die Mama besuchen von der Annette. Ach so, okay, ja, ich verstehe. Das ist der Plan, ne? Das war der Plan. Ob das jetzt 2 Monate dauert oder 3 Monate, das ist uns eigentlich Ihr bleibt da wurscht, stehen, wo es euch ne? gefällt, oder? Bitte? Ihr bleibt da stehen, wo es euch gefällt? So ist es, ja. So, dann ist kein nächste. Stress mehr. Was ist da drin? Gut, das ist dann, da kann man den Fäkalientank kann man hier spülen, ja. Ne, wenn du den entleert hast. Lässt dir Wasser nachlaufen, dass es gespült wird und dann lässt du wieder ablaufen. Mhm. Und dasselbe kannst du auch machen für den Grauwassertank von der Spüle und allem. Ach so, das hier ist nur zum Spülen, die Eingänge? Das ist nur zum Spülen. Und das Frischwasser wird hier aufgetankt. Ne? So, das heißt einmal blau und das nächste ist. Gut, die Deckel sind alle grablau, das hat nichts zu sagen. Okay. So, das nächste, was ist hier drin? Ja, da kann ich auch noch umstellen. Da ist eine Außendusche noch für unseren Hund. Ne? Praktisch. Wenn er mal schmutzig ist. Oder für die Füße. Oder für die Füße, wenn die. Am Meer, wenn die dann demnächst schön. Hier draußen sind ja so gefühlte -2 Grad. Ja, ja jetzt in nicht, Spanien ne? jetzt im Moment 20, was hat man unten? Gut, in Alicante haben wir gehört, sind 20 Grad. Ne? Da ist ja was anderes. Ne? Das ist schön. Ja, toller Wagen. Ja, das Coole ist bei dem Auto, die werden von, ich sag mal, außen nach innen gebaut. Das heißt also nicht ja, die. Ja, habe ich gehört, aber frag mich jetzt nicht, was das bedeutet. Ich das weiß bedeutet, die nicht. Bauen erst die Kabine und dann die Möbel rein. Das ist das Besondere. Das heißt, ja. Er ist komplett freistehend. Du hast bei Phoenix ja eine extrem verwindungssteife Karosserie. Mhm. Wenn du fährst, ist er laut? Nein, schön ruhig. Ja. Ne? Wenn du damit 90 über die Autobahn fährst, ne? Entspannt. Entspannt, ein helles Gefühl, kein Stress. Und hat Power, oder? Ja, läuft wie Dippchen, ne? Ja, das ist ein saarländischer Ausdruck, ne? Läuft wie Dippchen. Oh, sehr schön. So, zeig mal das nächste. Ja, man muss ja wirklich Werbung machen für die Firma Phoenix. Wir haben ganz viele Videos gedreht bei Phoenix. Ich muss mich jetzt nicht fragen, was das alles ist. Soweit sind wir noch nicht. Wir haben das Fahrzeug ja erst einen Monat. Ne? Das sieht aus wie eine Hubstützenanlage. Das könnte sein. Auch von dir kann ich noch was lernen. Ne? Ja, ich muss mal gucken. Also wenn hier vorne noch Regler dran sind, also zumindest mal eine Hydraulikpumpe ist dran. Der hat Hubstützen, ne? Er hat Hubstützen, ja. Dann ist das die Hubstützenanlage. Das ist schon praktisch, ne? Gut. Ja. Das ist auf jeden Fall die Hydraulikpumpe für die Hubstützenanlage. Hier vorne ist der Frischwasserablass. Ja. Das heißt, du kannst also zur Not nochmal ablassen. Ja, gut, wenn es zu schwer wird oder wenn du vor Ort auftanken willst, musst du nicht das Frischwasser und nicht mit durch die Gegend schleppen. Ne? Sehr schön. Ja. Dann hier, was ist da? Gas? Das sind die Gasflaschen, das muss ich aber nicht separat. Mal gucken. Ich nehme an, dass du noch einen Festgastank hast, oder? Ein Festgastank ist drin. Ne? Wie gesagt, ein Gasaggregat. Ne? Mhm. Und die Gasflasche, falls mal knapp wird, haben wir immer noch die Gasflasche. Ist das Gasaggregat am Laufen oder seid ihr jetzt hier am Strom dran, hier auf dem Platz? Nee, wir haben das übers Gas jetzt laufen. Ne? Okay. Und das ist zu hören? Ist das laut, das Aggregat? Hört man das? Wir haben das noch nicht getestet. Okay. Es kommt alles noch. War noch gar nicht im Betrieb. Ja. So, während der Fahrt lädt er ja auf. Das heißt, er hat einen Generator mit drin. Über die, ich sag mal, Lichtmaschine lädt er auf. Wir haben eine zweite Lichtmaschine haben wir im Fahrzeug drin. Und die läuft, lädt dann die Akkus auf. Ja, alles toll gemacht hier. Du-Kontrollen mit drin, das heißt, du musst nicht raus, wenn man eine Flasche leert. Das geht automatisch, stellt sich das um. Ja, ist alles schon praktisch. Ne? So, jetzt hast du einen Gastank, das heißt, du hast wahrscheinlich einen Umschalter zwischen dem Gastank. Ah ja, ja Tank und Flaschen. Da, ja. Der ist da. Okay, klasse. So, jetzt kommt das Wichtigste, die Heckgarage. Da sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Mach mal auf. Ehrlich? Ja, die Leute können das ruhig sehen, wir haben ja nicht so heimlich. Als wäre eine Bombe eingeschlagen. So, Rückfahrkamera hast du mit drin, habe ich schon gesehen. Ja. Anhängerkupplung, die ist klasse. Kannst du so, hier unser Kleiderfach, das Reserverad, unsere Leiter. Wenn du am Dach willst, was sauber mache. Ersatzreifen. Ersatzreifen, ja. So, vorne ist die Leiter mit drin. Dann man kann mal gucken, drüben habt ihr. Ja, aber, muss man auch noch aufmachen, ne? Wenn du alles wissen willst. Ihr habt jetzt keine Fahrräder, habt ihr drin, oder? Moment.
Nein, noch nicht. Das heißt, die kommen es, noch? Es wurde ein bisschen eng. Wir müssen den Hausstand ja so reduzieren, von einem Riesenhaus auf die paar Quadratmeter da. Na, und da kann ich nicht alles mitnehmen. Ne? So, komm, wir machen mal schnell wieder alles zu. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Denn der Kampf um die Plätze hier, so ist es nämlich. Im Moment ist viel los. Hättest du gedacht, dass hier so viel los ist? Nee, gestern war ja noch schlimmer. Ja, da war voll. Ich weiß einfach, wo die Leute da hin wollen mit der, in der Kälte und alles. Ne? Ja. Ja, war, ja, sind Camper, denen macht das nichts. Ja, ich habe auch gesehen, du hast eine zentrale Klappensteuerung. Das ja, heißt, du musst also nicht... Zentralverriegelung. Ich muss nicht alles aufsperren. Ne? Ja, das ist das praktisch. Kann ich, ne? Das ist praktisch. Über einen Knopf kann ich alles verschließen. Ne? Jo, Alarmanlage hat er noch. Ja, es hat so viele Dinge, ich weiß das selber noch nicht. Ne? Die Erfahrung bringt es dann. Ne? War das nicht, aber da reden wir gleich mal drüber. Nicht in der Kälte. Ja. Nee, das ist nicht. Jetzt im Auto zu wohnen. Ich mach mal hier eine Tür noch zu. Ich nehme an, dass du auch Kaffee trinkst, oder? Ja, selbstverständlich. Da trinken wir gleich mal ein Käffchen zusammen. Machen wir. So, Vanglas. Das ist übrigens eine ganz klasse Sache. Das hast du gemacht oder der Vorgänger? Das war der Vorgänger. Wie gesagt, wir haben es erst seit kurzer Zeit. Ne? Muss ich mal... Das hat das alles reinmachen, das getöntes Glas, besser wie der Kunststoff, das verkratzt nicht. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall besser. Das heißt, die Originalfenster, die Seitsfenster konnten drin bleiben, nur außen wurde ja das gemacht bei Vanglas. Komm, wir gehen mal rüber. Ich zeig mal, da ist die Kupplung mit dran. Jawohl. So sieht das Heck aus vom Sturmvogel. Breite, was hat der? 2,40? 2,45 glaube ich. 2,40 oder 2,45. Also nicht. Ja, man muss, er passt gerade so auf die Straße bei kleinen Wegen. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Ne? Ja, trotzdem ist er kompakt. Du hast ja da vorne das Schiff gesehen, das 12 Meter. Das wäre dir zu groß, oder? Um Gottes Willen, nee. Ja. Da kann ich ja gar nichts mehr unternehmen. Ne? Kleine Dörfchen oder Ortschaften kann ich da nicht mehr reinfahren. Das da funktioniert noch. Ne? Der hat jetzt 8 Meter, was hat er? 8,60 Meter. 8,60 Meter. Ja, mach mal auf, ich bin gespannt. Ehrlich? Ja, darfst du auch machen. Muss mal. Das sein. Aber du musst es auch mal, weil die Leute wollen sehen, was man so an Hausstand mitnimmt. Weil ihr habt euch ja reduziert, das hast du mir schon erzählt. Und ihr habt jetzt alles, was ihr besitzt hier in dem Auto? Oder ist irgendwo noch ein... Was wir noch besitzen, sind alles hier drin. Gut, das meiste ist Hundefutter. Ne? Ganz ehrlich, hier ist ordentlich. Also ehrlich? Du darfst gerne mal bei mir gucken. Ja, das machen wir nach, ja. So, ich zeig mal gerade an der Seite, da habt ihr ein tolles System, da könnt ihr alles festmachen. Ja. Das ist ziemlich klasse. Das heißt, hier hast du noch mal eine Waschbürste mit dabei, weil in die normale Waschanlage fährt er ja nicht. Nee. Da sind Stühle, die du hast. Ja. So, ja, die sind da. Stühle. Im Moment braucht ihr die ja nicht, ist ja kalt. Diese Chaos jetzt, aber wenn das Wetter mal passt und wir sind im Warmen, da kann man hier mal ein bisschen Ordnung machen, Räume. Ne? Es ist kein Chaos. Also ich habe schon ganz andere Sachen gesehen. Du hast viel Hundefutter mit. Guck mal hier. Ja. Da Hundefutter, da eine ganze Kiste. Der ja, er bekommt Spezialfutter, ne? Das ist das. Ne? Von der Firma Wet Concept aus... Konzept. Aus der Nähe von Trier. Aus Trier, genau. Aus der Nähe von Trier, ja. So. Das ist nicht schlimm, das macht nichts. Er begrüßt nur. So, die checken sich untereinander ab, jawohl, oder? Sehr schön. So, komm, wir gehen mal rein. Hier vorne haben wir noch zwei Klappen. Zeig mal, ein Wasserfilter. Mark Alp, hier Wasserfilter, dass das Wasser schon klar in den Frischwassertank kommt. Sehr schön. Muss man haben, wenn man in den Süden fährt. Denke ich auch, ja. Das heißt, Keime und so, die bleiben auch zurück, ja, oder? Und drin haben wir auch noch, zwischen der Wasserleitung, auch noch extra Filter. Ne? Ein noch feinerer. Ne? Ja, die restliche Bakterie holt er dann raus. Also okay, das heißt, das Wasser kannst du trinken? Kann man trinken, ne? Voll. So. Ah, die Elektrik noch kurz. Große Heckklappe. Dann da vorne, da ist was drunter? Das ist der Gasanschluss, wenn du draus grillen willst oder sowas. Ne? Achso, okay. Die Gasflasche hier rumzuschleppen. Alles klar. So, jetzt Elektrik. Ah, da muss ich ausspielen, ist extra gesichert. Damit nicht jeder mit der Zentralverriegelung da rankommt und spielt. Sag mal, Einweisung hier, das war ja schon ein bisschen, ne? Das war alles zu knapp mit Einweisung, ne? Ja. Wir haben da waren das Fahrzeug samstags Mittag abholen und da haben wir 2 Stunden Unterweisung bekommen. Ne? Und wenn du dann wieder zu Hause ankommst, hast du alles wieder vergessen? Ja, normal. Das kenne ich. Wie gehabt. Aber so ein Laufen mit der Zeit. Du hast ja alle Handbücher mitbekommen, oder? Ja, Bücher genug, ne? Okay. Muss ich damit befassen. So, da ist die Elektrik. So, jetzt will ich mal gucken. Ein... Das ist die Hochleistbatterie. Victron Energy 3000. Das heißt, du hast direkt Wechselrichter mit drin, 230 Volt am Bau. Ja, kann man alles umstellen. Also guck mal, was das für dicke Kabel sind, ne? Ja gut, wir reden ja hier über 12 oder 24 Volt, je nachdem, was drin ist. Ja. So, ich guck mal gerade drauf, ist es ein 12 Volt ist drin. Das heißt, das Fahrzeug steht auf 12 Volt. Da vorne ist der Messschand, das kennst du.
So, das heißt, hier wird exakt gemessen, wie viel Energie entnommen wird. Das so ist also so ein kleiner Messwiderstand. Er sagt ja. So, sehr schön. Ja, toll. Ich bin begeistert. Ja, wir auch. Du weißt, dass du was Gutes gekauft hast von Phoenix. Ja, ist hast auf, vorher informiert. Auf jeden Fall. Ne? Na gut, mir wollte Unterbau für immer enden. Und Phoenix hat es auch schon immer gut gefallen. Ne? Ja, da ist der Stromanschluss für die Außensteckdose. Das kommt dann unten raus, führst du hier durch und kannst unten abgreifen. Ne? So, das heißt, da unten ist die Kabeltrommel. Jawohl. Hast du jetzt nicht abgewickelt, aber es ist ja saukalt draußen, kann nichts passieren. Nee, alles gut. So, und dann jetzt kommt Annette hier Fach. Die hat ein eigenes Fach. Jawohl. Schuhe. Schuhe? Schuhe. Echt? Hat die Frau mehr als zwei Schuhe? Ja, das ist das Schuhgefach. Das war's. Ja, gut. Und da ist noch ein bisschen Material für mich, für die Autopflege. Ne? Ein bisschen Werkzeug, was man braucht zur Toll. Not. Ne? Ihr habt drin jetzt eine Waschmaschine? So weit sind wir noch nicht, aber die brauchen wir nicht. Wir gehen ab und zu auf Campingplätze und die haben ja alles. Ne? Okay. Da wird dort gewaschen, getrocknet. Und so weiter. Das heißt, ihr seid recht sparsam unterwegs. Gut, ja. Bei 7,5 Tonnen kann man nicht alles einbauen, oder? Nee, es geht nicht. Da wird es zu knapp, zu eng. Ja. Sehr schön. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hier vorne Zusatzschloss, was ganz wichtig ist. Das heißt, von Arbus habt ihr ein Zusatzschloss eingebaut. Noch. Hier vorne eine Alde ist an Bord, eine Warmwasserheizung. Warmwasserheizung, ja. Die ist auch sehr leise. Da läuft das Kondenswasser dann ab. Da drüben sehr schön. Damit es nicht verdreckt. Ja, ich habe hier das Ganze vereist. Ja, deswegen jetzt das Blech da dran. So, so mir frieren gerade die Hände ab. Hier vorne ist uns der Tel-Air. Ich zeige es mal gerade. Ah, ja. Dass wir den mal zeigen. Ja, da ist eine Klappe drunter. Warte mal, ich gucke mal, ob ich hier durchgucken kann. Und das hat natürlich riesen Vorteile. Das heißt, du brauchst ja um Strom. Ist obendrauf Solar noch? Ohne Ende. Schade, dass man es nicht sieht. Ne? Ja, wir können ja oben mal durch eine Luke durchgucken. Vielleicht sehen wir es ja. Ja, die ist ziemlich hoch. So, komm, wir gehen mal rein. Jawohl, mach. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, nette, dein Einsatz. So, ich gehe mal hoch. Hallöchen. Hallo. Popöchen. Ich guck mal gerade. Phoenix, da vorne ist der Phoenix drin. Da ist das automatische Hubstützensystem mit drin. Ihr habt einen Triggers-Alarm habt ihr eingebaut. Das ist die elektrische Markise, die Verstellung. Das ist die Hundetür. Ja, so ist es. Die können wir so nach vorne und extra so rüberschieben. Man bleibt immer aus seiner eigenen. Ich liebe deinen Akzent, ja. Danke. Ja, weil es gibt nicht so viele Niederländer mehr, die so gut Deutsch sprechen. Das war früher ja ein bisschen anders mit dem Deutschen. Ja. So, und das ist, warte. Ich zieh mal. Ja, aber du weißt, wie es ist, ja. Das war ja früher, das deutsche Fernsehen war ja noch in den Niederlanden ja da. Aber die, ich sag mal, ganz Jungen, irgendwann fing das ja an, Untertitel, Filme und so weiter. Richtig. Und du brauchst ja jetzt kein deutsches Fernsehen mehr gucken, oder? Ja. Nee, nicht unbedingt. So. Obwohl wir haben, ja, ne? Also es wäre kein Problem. Boah, ihr habt helles Holz hier drin. Überleg mal, der ist jetzt 10 Jahre alt. Ja. Und ich sag mal, du kennst das ja, wenn so dunkles Holz drin ist, aber ihr habt es richtig modern, in Grau. Das ist schön. Es ist nicht nur das, die Dame, also der vorherige Besitzerin, hat das noch alles neu machen gelassen, hat einen neuen Teppich reingemacht, alles. Alles? Alles neu. Sag mal, der riecht wie neu. Das heißt, der hat nicht so diesen Geruch von einem 10 Jahre alten Auto. Sie war auch sehr, ich will nicht sagen penibel, aber die hat schon sehr dafür gesorgt. Sie sagt, ich hatte noch nie Schnitzel oder irgendwelche Buletten hier im Wohnmobil gemacht. Sie hat zwar hier einen Gaskocher drin gehabt, aber sie ist damit immer rausgegangen. Gut, die waren natürlich auch in Urlaub damit. Das ist wieder was anderes. Wir wohnen ja nachher drin, also wir... Dann musst du logischerweise kochen. Das geht ja nicht anders. Ne? Der sieht aus wie neu. Ja. Also das ist auch so von den Holzfarben her. Du hast ja heute die hellen Holzfarben, die drin sind. Das ist nicht ganz dunkel. Richtig. Das trägt nicht so auf. Und dann, ich sag mal, auch die Mischung zwischen dem hellen und dem weißen. Ja, ist einfach schön. So ein bisschen Kirschholzfarbe ist es, ne? Die Möbel. Ja. Ja. Gut, das war ja damals innen, aber es ist nicht so dunkel, wie es nicht die ganz dunkle Kirche. Ich finde es noch immer schön. Also mir gefällt es gut. Ich hatte zu Hause auch eine Kirschholzküche. Also von daher ist das schon ein bisschen heimisch für mich. So, hier vorne direkt am Eingang, da hast du die Garderobe. Hupsi, wenn du willst, kannst du reinkommen. Jawohl. Der Hund bleibt draußen? Der bleibt jetzt mal draußen. Gut, das macht ihm ja nichts, die Kälte, oder? Nee, gar nichts. Das macht ihm nichts aus. So ein echter Schäferhund, der freut sich dann darüber, dass man ein bisschen... Ist draußen, genau, kalten, ist lieber frische. Draußen wie drin. Ja. So, ich zeig mal gerade, da vorne ist das Band von Gary. Das hast du mit drin. Und der Gary hat seinen eigenen Platz hier? Ja, der liegt normalerweise da ins Bad. Ja, hier? Ja, genau. Da liegt er immer, hat er Platz genug.
Harrt er viel? Er steht in der Dusche. Er harrt viel, ja, der Gary? Gruselig. Ganz gruselig. Aber ich habe hier Staubsauger und kann das jeden Tag eben durch. Du hast einen zentralen Staubsauger. Richtig, soll ich mal zeigen? Zeig mal bitte, ja. Super. Das war schon drin? Ja. Okay, das heißt, das willst du auch nicht missen, gell? Nein, ich könnte das gar nicht ohne. Das ist sowas von toll. Kann ich bis vorne hin, komme ich da hin. Ach, du brauchst nur einen Anschluss und der, ja, und der Schlauch lang komplett, ja, durchs ganze Auto. Ja. Ja, toll. Auch, oder? Nee, ich kann es mir vorstellen. Warte, ja. Wir machen wir gleich mal am Schluss, zeigen wir das mal. Denn es gibt so viel zu sehen hier drin. Ja. Ich zeige mal gerade eure Coffee. Ja, das Beste war, das ist jetzt wieder super schade, dass ich das nicht habe. Aber früher war die Kaffeemaschine hier drin. Ja. Jetzt nicht mehr. Achso, jetzt ist der. Ausrangiert. Es ist ein Bohrschrauber. Ich bin ja sowieso der Einzige, der Kaffee trinkt. Aber ich fand das so super. Ist direkt aufgeräumt, Ordnung ist doch schön. Oh, ich finde das klasse. So, hier vorne Klimaanlage, die ist ganz wichtig. Ja, denn da, wo ihr hinfahrt, da, ich sag mal, die Kälte ist nicht das Problem, aber so ein Hund, wenn du den mal hier drin lässt. Etwas frischer, ja. Immer frischer, ja. Ja. Das ist man so. Weiß ja nicht, wie es kommt. Ne? Wenn in so einem Wohnmobil 30 Grad sind, das ist ja auch nicht das Wahre. Ne? Sag mal, Bergmann, das heißt, wie viele Stunden am Tag hast du geschafft? 8 Stunden, ne? 8 Stunden. Ein normaler Job. Also gut, unter Tage bis dann vielleicht 6 Stunden. Aber ist doch eine schwierige Arbeit. Ne? Das ist jetzt nicht so Spitzhacke und so. Ich nehme mal an, dass ihr einen Bohrhammer hattet. Wahrscheinlich einen Gehörschutz, ja, oder? Ja, Gehörschutz hatten wir. Gut, die Gerätschaft war damals, wie ich angefangen habe, alles veraltet. Ne? Das, ja. Modernisierung, die ist erst später gekommen. Ja. Ne? Aber es war dauernd am Rütteln. Das heißt, du hast ja rüttelnde Arbeit wahrscheinlich gehabt, oder? Ja, mit dem Bohrhammer. Ich war im Vortrieb. Ja. Ne? Da habe ich ein bisschen Sprenge. Springen? Sprengen, ja. Sprengmeister hatten wir extra. Ne? Aber wir haben dann die Löcher gebohrt und versetzt, ne? Okay. Dass wir vorangekommen sind. Also ihr seid ja echte Helden. Ihr werdet ja im Saarland auch gefeiert. Das ist ja so, es gibt ja das Weltkulturerbe Völklinger Hütte, das kennst du ja. Ja. Wo das Ganze, es lohnt sich mal daher zu kommen. Denn da wird die Story so ein bisschen erzählt, also von dem Ganzen. Man muss sich das schon anschauen. Ne? Schade, dass der Bergbau so runtergemacht wurde, ne? Aber das ist die Zeit, ne? Ja, CO2. Du hast ja selbst eine Solaranlage auf dem Dach und du hast ja auch keinen Kohleofen mehr hier drin, oder? Nee. Er fehlt mir schon ein bisschen. Ne? Ehrlich? Der Kohleofen ist mir schon ans Herz gewachsen. Das kannst du nachrüsten. Macht so eine schöne Wärme, ne? Da kann es draußen noch so kalt sein. Strahlungswärme hast du da. Ja. Warte, ich zeig mal gerade. Das heißt, ihr habt eine Festtanktoilette wie zu Hause. Ja. Das Ganze aus Porzellan. Ja. Das heißt, man kann auch ein ordentliches Geschäft hier machen, oder? Ja, kann man, tatsächlich. So. Dusche. Ja. Tank, wie ist Tankvolumen, wie groß ist das? Ich schätze so 180 Liter, ne? für die WC. Ne? Und Tank, also hier Duschen und so weiter, das ist der gleiche Tank, oder? Ne, Toilette ist ja der separate Abwassertank für Okay, das Fäkalien. Heißt, der Abwasser hat 180 Liter? Und ne, der Fäkalientank, der hat so um die 180 Liter. Ne? Da kommen wir so anderthalb Wochen kommen wir gut damit zurecht. Ne? Frischwasser, dann wie viel? 300 Liter. Mhm. Okay. So, ich zeig mal gerade hier oben, das ist alles doppelt, alles auf LED umgerüstet. Hier vorne hast du einen Max-Fan, das ist ein toller Lüfter. Ja. Das heißt, du kannst ziehen und blasen. Zirkuliert das, ne, wenn du am Kochen bist, ne, kannst hier rausziehen. Ne. Da haben wir auch so einen Max-Fan. Und hier, ja, wenn, kannst du auch. Ich zeig mal gerade diesen tollen Grundriss, dass man das mal sieht. Also dadurch, dass ihr eine Hecksitzgruppe habt, habt ihr immer tolle Aussicht, oder? Ja, und wir sitzen ja auch so hoch. Man hat immer wirklich eine gute Sicht. Das ist schön. Ja. Das Auto, das ist auch so, das siehst du nicht so oft, ja? Dass die Leute, die herkommen, die gucken oft, oder? Das mit dem Silber. Ja, absolut. Und auch vielleicht wegen dem Namen und weil er doch ein bisschen anders aussieht. Ne? Mhm. Nochmals, der vorige Eigentümer hat wirklich das alles neu gemacht und das hat ne, mit dem Vögel überall drauf. Kühlschrank drin, großer. Ne. Sag mal hier, Kühlschrank. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ich bin ja der große Kühlschrankgucker. Mal gucken, was ihr da so drin habt. Da vorne habt ihr Bratkartoffeln echt hier aus dem. Genau, wenn du mal kurz mal aufmachst, dann schauen wir mal rein. Also, ihr habt Kerrygold extra ungesalzen. Das ist. Nein, ich hab. Alles aus dem Feinkostladen. So, da vorne. Sag mal, echt, du hast für den Hund, hast du noch mal Leckerli hier, oder was? Nee, das ist, er kriegt immer ein ganz kleines bisschen für den Geschmack, kriegt er durch sein Trockenfutter. Ah, okay, das heißt, auf das Trockenfutter machst du so ein kleines bisschen hier von dem. Ganz kleines bisschen. Jetzt ganz kleines bisschen, damit er nicht zu viel kriegt. Das jetzt interessant ist, oder? Doch, das ist interessant. So, jetzt hast du die Leberwurst hier. Guter Parmesan, die hab ich ja gestern kaufen zu Hause. Du bist großer Leberwurst-Fan, ne? Nee, der Hund. Der Hund kriegt original, ist das Hundeleberwurst, oder? Nee, das ist für den Menschen.
Moment schon, aber er isst immer jeden Tag eine Scheibe Leberwurst. Eine kleine Scheibe kriegt er, okay. Ja. So, da vorne sind die Eier. Warum ist das in der Mitte durchgeschnitten, das Eier? Das sind die zwei, die noch recht waren, weil dahinter ist noch ein großes Pack. Ah, okay, verstehe. Ja. So, ihr habt einen Kissmann-Kühlschrank aus München, wird er gefertigt. Das ist eine ganz tolle Firma. Der ist sehr leise, das heißt, den hörst du kaum. Ja. Und es ist ein Kompressor-Kühlschrank, das heißt, der macht richtig Dampf, oder? Ja, so ist es. Also wir sind auch damit sehr glücklich. Und vor allen Dingen kann ich mein Rosé immer gut kalt stellen. Der Rosé, ja, ich habe es ja gewusst. Guck mal, darf ich nach oben reinschauen? Ja, na klar. Soll da mal reingucken. Und da ist gefroren eine Pizza drin. Nee, Quatsch, was ist denn das? Ein Kirschkuchen? Kuchen. Ein Kuchen oder so. Sie wollte die kaufen. Ein Pudding-Kirschkuchen. und oben drin, Kroma, ist das Butter? Oder was ist? Kroma ist so ein Braten, kommt aus Holland. Für Fleisch zu braten. Ist das gut, Kroma? Ja, ohne Kroma geht. Das Beste, was es gibt, für Fleisch zu braten. Ja. Okay. Ja. So, ich bin vollkommen begeistert. Ich guck mal gerade, was ihr hier für ein Bier habt. Ich nehme an, das hier ist das bayerische Bier, oder was? Ja. Jawohl, König Ludwig, das ist lecker. Ne? Ist das gut? Super Bier. Und dann haben wir hier Apfel, Direktsaft aus dem Edeka. Und das ist ein Rosé, oder was? Nee, ich wollte... Das ist ein Apparativ? Ich wollte Lilly kaufen, aber die hatten das nicht. Die hatten nur die Dose, da habe ich die gekauft. Okay. Sei es dir vergönnt. Und die gute Milsani, deutsche Markenbutter. Er macht Werbung für alles. Nee, es geht ja darum, ihr fahrt ja jetzt los. Ihr werdet ja, das, jetzt... Das ist auch, wie ich das kennen bestimmt meine... Das ist Tabak. Bergleute, Kameraden, ja. Tabak. Das bekommst du nur in Frankreich zu kaufen. Das ist früher aus Algier gekommen, ne? Ja. Das ist wie Kautabak. Ne? Das ist mittlerweile in Deutschland, glaube ich, nicht erlaubt. Das kriegst war, du nicht. Das war noch nie in Deutschland erlaubt. Ne? Das kannst du ist nur immer eklig. In Frankreich kaufen. Ne? So, das heißt, du rauchst? Nee. Nee, noch nie geraucht. Noch nie geraucht, ja. Eine Zigarette als Jugendlicher und das hat mir gereicht. Ne? Ich glaube nämlich, wenn man im Bergbau ist, dann brauchst du nicht mehr rauchen. Da hast du genug Rauch, da oder? Da hast du genug Rauch, auf jeden Fall. Ne? Ist das so für die Lunge ein Problem gewesen, Bergbau? Ja, natürlich schon. Silikose, wie die meisten Kameraden von mir. Was ist das? Eine Staubkrankheit. Eine Staubkrankheit? Staublunge. Ne? Staublunge, ne? Okay, und das heißt, du kriegst schlecht Luft, oder wie? Ja, schlecht Luft, ja. Oje, das ist der Nachteil. Ist das am Meer besser denn für dich? Merkst du das? Ja gut, da geht ein frisches Lüftchen und das ist schon angenehm. Ne? Okay, aber ansonsten ist das nicht schön, oder? Nee, ich brauche Bergwanderungen, brauche ich nicht mehr zu machen. Ne? Das ist vorbei. Ne? Okay, das heißt, da fehlt dir... Das ist ebenerdig. Ne? Ja, werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden, denn das Leben hat nicht nur schöne Seiten, aber ihr wollt es ja jetzt mal so richtig krachen lassen da unten in Spanien. Das werden wir gleich mal gucken. Der Rosé darf nicht fehlen. Hier hast du nämlich direkt deine Roségläschen dabei. Klasse. Das ist gut. Fand ich das so blöd, so einen Schrank im Wohnmobil. Jetzt bin ich so froh und glücklich damit. Ne? Das hat nämlich einen riesen Vorteil. Es klappert nicht und... Ja, die Haltung. Und es ist richtiges Glas. Darum geht es ja. Kristallgläser für den Wein ist einfach wichtig. Ja, du hast so einen Airwick. Was hat das für eine Funktion? Das ist ja nur eine Duftkerze. Eine Duftkerze, das heißt, du stellst so hin. Ja. Du wirst die noch brauchen, die Duftkerzen, denn da unten gibt es spezielle Duftkerzen gegen Mücken. Hast du mal gesehen die? Die gelbe da, oder? Die gelben, ja, das sind so, die du anzündest. Aber die mache ich dann draußen, nicht im Wohnmobil. Die machst du draußen, ja. Ja, wenn es dann nötig ist, ne? Wir sehen's krass, dann. Wir waren jetzt in Italien, da haben die verkauft, die kosten irgendwie 1 Euro. Brennenden und das ist irre. Also wie viel Stechmücken du hattest da unten. Wirklich? Vielleicht ist in Spanien besser. Okay, das werden wir dann ausprobieren. Ne? Sehen wir dann. Aber Italien ist ja auch angesagt. Das heißt, ihr könntet mal nach Italien fahren oder seid ihr eher Spanien-Fans? Ich bin gar kein Spanier-Fan. Ich bin ein Flachland-Tiroler und ein Nordlicht. Also mir zieht es nur in den Norden. Aber mein Mann möchte so gerne dorthin und dann machen wir das auch. Darf ich mal fragen, du bist jetzt wie alt, darf ich das fragen? Fast 60. Fast 60. Das heißt, du bist 55. Nee. 59. Sehr nett. Nee, wirklich. Fast 60. Nächsten Monat bist du 60. Ja. Merkst du das? Ich bin jetzt 53 und ich habe mir gedacht, ey, du wirst immer älter, aber im Kopf ist man doch immer noch dieselbe, oder? Ja, absolut. Und jetzt auch, wo die Arbeit beim Haus wegfällt, merke ich das, dass ich mehr zur Ruhe komme. Also demnächst habe ich auch wieder Zeit für meine Hobbys. Ich mache gerne Patchwork und nähe, sticke. Und ich freue mich darauf, dass ich das mal ein paar Stunden in einem machen kann. Einfach ohne Witz, ihr kennt euch seitdem ihr 14 seid. Ja, seit ich 14 bin. Ja, 14 bin. Das heißt, du bist ein bisschen älter, oder? Ja, ich sehe zwar jünger aus, aber ich bin trotzdem älter. Ne? Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Ich werde 62. 62, das heißt, ihr seid im besten Alter eigentlich, die nächsten 40 Jahre im Wohnmobil jetzt zu verbringen? Minimum. Ja. Das ist so das der... Das ist mal der Plan. So ist der Plan, ne? Ja. So, ich zeige mal gerade. Wir filmen heute tatsächlich am... Was haben wir denn da? Der 16. haben wir ja. Sonntag, der 16. 11.41 Uhr. Das ist im Prinzip ein kleines Haus auf Rädern. Ich zeig mal, ich habe einen Backofen mit drin. Ja. Oh, da sind noch die Brötchen drin, glaube ich. Echt? Ja, also so. Das ist ein Backofen mit Mikrowelle. Zeig mal bitte. Ist das gut? Ja, das ist super.
Und das war schon drin, als er es damals bekommen hat, oder? Ja. Hat er es nachgerüstet? Ja. Nee, okay. Das hat die Dame alles mit dem vorigen Eigentümer dann machen lassen. Machen das. Genau. Das heißt, das Ding ist wirklich für dauerhaftes Wohnen gedacht, oder? Das funktioniert super gut. Die waren auch in Spanien damit, oder? Das weiß ich nicht genau. Nicht. Ich glaube, das heißt, ihr habt die Story gar nicht so bekommen. Habt ihr die, also das Fahrzeug hier vom Händler bekommen, oder? Nein, wir haben das vom Privat gekauft. Also direkt vom Eigentümer? Ja, so ist es, ja. Okay, der hat euch aber nicht so viel erzählt, über was er gemacht hat damit. Doch. Diese Menschen sind sehr korrekt und haben uns sehr viel darüber erzählt. Und die wollten das Wohnmobil letztendlich auch nicht echt verkaufen, aber die haben sich was anderes, ein Projekt gemacht. Und man kann nicht zwei Wohnmobile behalten. Ne? Man braucht ja auch mal den Platz für das hinzustellen. Ja, und deswegen haben die dann auch entschieden, sich von diesem Wohnmobil zu trennen. Und, schweren Herzens. Ja, das ist die Familie Blum aus Wetter im Ruhrgebiet. Ja, die sind richtig klasse. So, das heißt aber, letztendlich hängt da ja ein ganzes Leben dran. Ihr geht ja damit auch mit, ich sag mal, dem entsprechenden Wissen um. Das hier ist, als ob man ein Haus übernimmt, oder? So ist das. Das hat eine Story auch, da waren vorher Leute drin, die habt ihr kennengelernt. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass sie viel Freude hatten hier drin? Oder? Absolut. Und wir werden uns auch wiedersehen, denn wir hatten ja auch früher schon ein kleines Wohnmobil und da haben wir auch immer noch Kontakt mit den Menschen gehabt, mit den Verkäufern davon. Das finden wir immer nett. Man spricht miteinander, welche Erfahrungen macht man und wenn wir auch jetzt Fragen haben, wir sind manchmal auch unsicher, weil wir es nicht wissen. Weil wie irgendwas funktioniert. So genau, da rufe ich an, Hilfe, wir wissen nicht, wie es geht. Ja, bitte. Und dann, dann erklärt er uns das und gar kein Problem. So, zeig mal gerade, hier unten ist noch ein Schrank. Darf ich da mal reinschauen? Hier in links? Diese Schrank? Nee, links, der große? Dies, ja. Ich habe ja beide Hände vor. Ach, da sind so Apotheker drin. Ja. Kleine Auszüge. Ja. Das ist ja toll. Öle habt ihr drin. Ja. Dann praktisch wie zu Hause. Maggi, ne? Ich bin ja Saarländer heute. Du bist Saarländer, Maggi. Also, das gehört dazu. Das trinkt man eigentlich pur morgens im Saarland. Am liebsten. Ja, am liebsten. Ja, das ist kein Witz, Maggi. Maggi ist Volks. Hat da ein bisschen was damit zu tun. Gibt es viele Italiener im Saarland. Und das weißt du, Italiener und. Von allem eigentlich. Türken, ganz viele Türken, Kurden viele Türken, sind da, die da sind. Und die haben, da hat jeder ein bisschen was mitgebracht. Das heißt, Völklingen ist ja extrem türkisch angehaucht, sage ich mal. Ja. Und da gibt es andere Städte, italienisch und so. Das merkst du schon im Saarland, oder? Ja, das merkt man schon. Aber ins Saarland gekommen bin, dann habe ich erstmal gelernt, um mit dem Maggi umzugehen. Weil das hatte ich so gar nicht gekannt. Es wird zwar in Holland auch verkauft, aber wir hatten das eigentlich nie. Und jetzt kann ich gar nicht mehr ohne. Gar nicht mehr ohne. Was ist das da? Das hier? Das ist mein Libraton. Was kann das? Musik machen. Ach, das ist ein Lautsprecher. Ein Lautsprecher. Okay. Ja. Und der klingt auch gut, oder? Klasse. So, ich habe immer Smooth London von als Radiosender. Smooth London? Smooth London. Okay. Wie Smooth Operator. So, da vorne hast du deinen Abroller. Der darf auch natürlich nicht fehlen, oder? Darf nicht fehlen. Haben wir eine große Menge irgendwo im Wohnmobil verstaut. Irgendwo, ich höre es schon. Ja. So, Salatschüsseln, die passt ja genau da rein, oder? Ja, ne? Das ist doch mal wieder klasse. So, überall habt ihr Anti-Rutschmatten drin. Das ist ja ganz wichtig, damit sich nichts bewegt. Richtig. Das hier ist Kunststoff, nehme ich an. Ja. Habt ihr das Geschirr mitbekommen eigentlich? Nein, das haben wir dann selbst. Wir hatten ja noch welches. Ja. Ne? Wir hatten ja schon. Was habt ihr vorher gehabt? Ein LMC. Ein LMC? Auf Fiat Ducato, ja. Aha. Kleineres, nur 6 Meter groß. Lord Münsterland, ja, genau. Made in Germany. Ganz beliebt in Holland. LMC ist da, glaube ich, die Hausmarke, oder? Ja. Das ist absolut wahr. Ja, in den Niederlanden. Wird auch im Norden von Deutschland eher hergestellt. Ne? Also das ist direkt, direkt bei Holland. An der Grenze. Ja. Oben, darf ich mal reinschauen? Ja, da ist wahrscheinlich auch Geschirr. Nee, da habt ihr noch mehr Kerrygold. Wieder Kerrygold. Ja, da ist das Hundefutter, unser Geschirr aus Kunststoff. So, da vorne sind die Spültücher drin. Dann hast du hier Hundefutter. Ja. So, da kann man mischen, oder was, bei Wetkonzept. Ist das gut, Wetkonzept, das Zeug? Ja, für unseren Hund ist es gut. Hast du mal probiert, wie es so schmeckt? Oder? Nee, das habe ich nicht. Der Hund hat es probiert. Der Hund hat es probiert und dem schmeckt es. Ist ja gar nicht so einfach, den Hund umzugewöhnen, wenn er das mal hatte, oder? So ist es. Ihr kommt da ja nicht so ran. Kriegt ihr das zugeschickt dann später in Spanien? Ja, das wissen wir noch nicht, wie wir das machen. Dann muss er sich an was anderes dann eben gewöhnen. Nee, liebe Wetkonzept-Leute, ich schreibe die an. Wir müssen das möglich machen. Jetzt haben wir so viel Werbung gemacht. Spanien schicke, genau. Die haben nämlich jedes Mal, wenn ich unten bin, jetzt in Klüsserath, da sehe ich nämlich die Werbung von dem, wenn du abbiegst. Das kennst du. Bei Föhren sind bei Föhren sind die. Ja, genau. Das halbe Wohnmobil ist voll mit Hundefutter. Ne? Also haben wir unsere Dinge keinen Platz mehr. Ne? Also liebe Wetkonzept-Leute, ihr müsst ihnen auch mal ein Päckchen schicken. Ja, mal kostenlos. Guck mal, hier vorne hast du die Gewürze drin.
Das ist ja auch klasse, weil das ist das Wichtigste, was du brauchst. Was denn? Was lachst du denn? Ja, ist doch jetzt nicht so wichtig, oder? Ich finde das geil, weil da passen so 10 verschiedene Gewürze rein und ein Gewürzfach muss einfach sein. Ja, aber ich habe so wenig. Ich hatte früher ganze Schublade daheim und jetzt sind es nur noch ein paar. Aber ich habe mich von allem trennen müssen. Und? Ja, da reden wir gleich mal drüber. Ja. So, du hast eine Nespresso. Jawohl. Dolce Gusto. Das heißt also... Nespresso. Dolce Gusto ist nochmal was anderes. Dolce Gusto. Das heißt, es ist eine Nespresso. Yes. Das sind die am meisten verwendeten Kapseln. Ja. Habt ihr Originalkapseln oder habt ihr... Ich habe nachgemachte Kapseln. Nachgemachte. Weil ich kann die ja jetzt nicht bestellen. Ich habe ja keine Adresse. Stimmt. Die gab es nur online immer, die Kapseln. Richtig. Ja. Ja. Das und es gibt auch so, so Shops, wo man sie kriegt, aber immer eher in größere Städte ist es dann. So, das ist was Schönes. Ein Ceran-Gaskochfeld. Ja, ja, genau. Das ist auch klasse, oder? Mhm, super. So. Aber wir benutzen das auch jetzt nicht so häufig, denn im Moment lassen wir entweder das Essen liefern oder wir gehen irgendwo hin. Ja, jetzt sind wir hier in Sulzemoos. Habt ihr schon einen Lieferservice gefunden? Ja, klar. Wer denn? In Erdweg. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Pizza Service, glaube ich. Und die liefern hierhin? Ja, ja. Okay, weil ich habe nur 10 Kilometer. Ich habe nämlich angerufen gestern in Sulzemoos. Die Pizzeria hat gemeint, wir liefern nicht. Hat gemeint, nö, machen wir nicht. Echt? Muss mir unbedingt die Adresse geben gleich. Ja, mache ich. In wo? Erding? Erdweg. Okay. Genau. Machen wir hier auf. Was ist da drin? Die Spülmaschine? Hier ist Durcheinander drin. Das ist der Müll und Durcheinander. Zeig mal. Das ist echt gruselig. Ja, mach mal auf. Aber das muss. Ist ja nicht so schlimm, das gehört. Also, das ist doch nicht Durcheinander. Doch, doch. Ist das für dich Durcheinander? Ja, na, Ordnung muss sein. Ne? Ordnung muss sein, hat sie gesagt. Ja. So, dann nächstes. Es geht darum, die Reduktion des Lebens, ja, das befreit ja aber danach. Ja, oder? Ungemein. Denn umso mehr Sachen man hat, umso fester wird man gehalten. Also man kann sich nicht mehr frei bewegen. Okay. Und wenn man sich trennt von Sachen, man sieht dann auch erst, wie viel Unnötiges man hat. Ja. Und dann ist man einfach viel freier. Ja, also, was wir jetzt kriegen, was wir kriegen, Hupsi. Habe ich jetzt gesagt, Hupsi? Ja, was war das? Wir kriegen jetzt einen Container vor die Tür, bei uns nach Alzding. Alzding kennst du ja, in der Nähe von Güdingen. So, und da kriegen wir einen Container vor die Tür und wir misten alles aus. Wir kriegen wirklich alles rein in den Container, ohne Wenn und Aber. Es sammelt sich so viele leichter. Dinge an, unnötige Dinge, ne? Ja. Mit leichtem Gepäck. Ja. Ja, genau, es ist so. Es ist so viel von allem. Nur ich tue mich schwer mit meinen Kleidungsstücken. Mein Mann hat gesagt, ich muss alles entsorgen, so wie die Schuhe auch. Das geht aber nicht. Mhm. Ich kann nicht alles entsorgen. Ja, ne? Du hast aber jetzt einen ganz schönen Juppen, muss ich sagen. Ja. Der ist klasse. Das ist so, dass man wenig mitnimmt, aber sehr, ich sag mal, casual, oder? Ja, so ist es, weil das kann ich kombinieren mit vielen Dingen und es ist warm. Und weil es hier ja so unwahrscheinlich kalt ist im Moment, brauche ich auch sowas. Ja, gut, aber jetzt in Niederlanden ist ja auch kalt im Winter. Ja, ist auch kalt. Das heißt, aber da ja bin ich ja nie. Bist ja nie. Ne? So, hier, was ist da drin nochmal? Haben wir das schon gezeigt? Ja, das war das, dieses schönes aufgeräumte Schränkchen von mir. Verstanden. Ne? So. Ja. Und hat dann noch eine Schublade vergessen mit uns Restlebensmitteln. Ja, aber das ist auch schon durcheinander. Oh, zeig doch mal. Das will er doch sehen. Da will ich doch alles sehen, Annette. Das ist doch Annette, komm, Haribo. Jawohl. Also ich darf mal gerade... Das ist jetzt mal interessant. Das habe ich von der Mutter von meiner Freundin gekriegt. Die hat selbstgemachte Apfelkompott. Apfelkompott? Hat sie mir gegeben, genau. Nee, das hält mindestens einen Tag beim Hupsi, oder? Na, ihr esst das nie, aber ich... Das ist kein Apfelkompott. So, ich zeig mal gerade, das hier ist... Was ist das hier? Spirits? Nee, Spritz? Spritz. Kekse. Boah, die haben Kalorien ohne Ende. Ja, gucken. Die esst Hupsi, die braucht das. Der Hupsi braucht das, denn der Hupsi hat nämlich in seinem Leben immer viele Kalorien verbraucht. So zwischen 6.000 und 8.000 am Tag. Wenn die reichen. Das ist ein Hammer. Das heißt, man ist da fit, man hat aber auch die Ernährung, da musst du aufpassen, wenn du aufhörst, dann, das geht dann ruckzuck, oder? Dass du zunimmst, oder? Geht's? Es geht noch. Ja. Gut, wir hatten einen Altbau, ne? Da hatten wir auch immer Arbeit. Ich habe nicht zu Hause auf der Bank gesessen und nur Fernsehen geguckt. Ne? So, ich sag mal, du hast hier Nasi Goreng drin, du hast die Heringsfilets, du hast Saté-Soße drin. Ja, das muss sehen aus Holländer, ne? So, dann die Goldbeeren natürlich. Liebe Haribo-Leute, schickt mir mal ein paar Goldbeeren. Egal, wo ich hinkomme, sind Haribo. Die Gulaschsuppe. Ich bin unterwegs, ja. Also, ihr seid ganz normale Menschen. Ganz normal. Wir essen auch leckere Lakritz aus Holland. Lakritze? Ja, Dropdoppers. Okay, ist es aber nicht so Blombenzieher-Lakritz, oder? Nee. Die sind weich? Diese sind so halbweich. Halbweich. Ja. Okay. Und da vorne ist Wetkonzept. Die haben auch Leckerlis bei Wetkonzept. Ja, die haben wir noch gekriegt bei der letzten Lieferung. Genau. Also liebe Wetkonzept-Leute, ich mache mal ein bisschen Werbung für euch. Das Zeug ist wirklich angeblich ganz gut, habe ich gehört. Haben mir jetzt hier die Leute gesagt. Aber das Wichtigste ist natürlich hier die 5 Minuten. Ja, Annette, da hast du gut eingekauft. Kartoffelbrei. Das ist nett. Okay, mach mal zu. Habe ich verstanden. Das heißt, ganz normale Leute.
wie man in Holland sagt, very normal people. Ja, very normal people. Ja. So, was ist daneben? Da sind noch ein paar Schubladen, Besteck. Ja, das ist ganz Schuhe viel durcheinander. Ja, zeig mal. Das ist, also liebe Leute, schreibt mal drunter, das hier ist das ordentlichste Fach, was ich je, ihr dürft. Ja, jetzt im Wohnmobil ist das ordentlichste. Aber ihr dürft nicht zu mir rüber. Das ist jetzt hiermit verboten, weil bei mir sieht es ganz anders aus. Und hier, da mach mal schnell zu. Ja, mach mal schnell. Nee, wenn du gerade mal aufmachst, ich zeig mal gerade was. Da liegt eine Banane drin. Ja, die habe ich aufgeräumt vorhin. Ach so, damit die keiner sieht. Ja. Und dann komme ich und mache die Schubladen auf. Ja, mach alles auf, das geht gar nicht. Genau. Okay, super. Gestern habt ihr mir eine Flasche Wein aufgemacht. Das ja, war so nett. Das war nett, ne? So, mir. Und ganz unten, da sind meine Schuhe. Warte mal, euch mal weg. Ah ja, okay, das ist wichtig. Du backst gerne? Früher, ja, jetzt nicht mehr. So, der Messbecher ist mit drin. Ich zeig's mal gerade. Der ist nämlich von Lux. Das ist ein schöner Messbecher. Der ist klasse. Wenn du den mal gerade hochnimmst, können wir den mal zeigen. Denn sowas gibt's heute gar nicht mehr, oder? Nee. Das ist ganz alte. So, bitte mal stillhalten, dann zeige ich das mal. Das ist ein Lux-Messbecher. Der ist innen drin. Da kannst du Erbsen, Bohnen, Linsen, Zahlen bedeuten, Grammgewichte, Pfeffer. Ja, schön praktisch. Ist das ein Hammer. Mhm. So, bitte nicht verkaufen. Nee. So. So, natürlich die Fishermans. Dann sind wir durch, glaube ich. So, hier zumindest mal mit dem. Man braucht nicht mehr, oder? Man braucht nicht mehr, nein. Eher weniger. Eher weniger. Ja, diese Schublade wird demnächst nochmal sortiert und dann fliegt die Hälfte auch wieder raus. So, ich habe so das Punktesystem. Kennst du das? Nein. Du klebst auf alles einen Punkt, was du die letzten... Ja, ganz genau. Was man nicht mehr in der Hand hatte und da kann man sagen, jetzt weg damit. So, richtig. Holländische Handschuhe hast du? Ja. So, mit der Hollandfahne drauf und ich zeige euch mal gerade den Eingangsbereich. Das habt ihr aber nachgerüstet für den Hund, oder? Gut, ein Gitter war drin, das war das hier. Moment, ich mach mal zu. Das ist auf Maß, oder? Ja. Ach so, das ist, damit der Hund nicht rauskommt, wie ein Kind. Nee, da kann er hier im Vorraum bleiben. Ne? Er muss ja nicht überall die Nase dabei haben. Ne? Und das da hatte ich jetzt noch zusätzlich eingebaut. Okay. Ne? Also damit die Tür. Wenn man im Sommer die Tür auflässt. Ist das so ein System, was du erweitern kannst, oder? Dieses, das muss man sich schon selber machen. So, ne? Das hast du gebaut? Aus Holz? Der Vorgänger hat das gebaut und das Teil hat er uns noch mitgegeben. Das hat er vorher da vorne gerade. Ah, okay. Verstehe. Ja, das habe ich jetzt hier hingemacht, wenn die Tür im Sommer aufsteht, dass der Hund nicht immer rausspringt. Ne? Mhm. So, da oben ist die Technik drin? Da ist die Technik drin. Übrigens tolle Sache. Ja, ich helfe dir, komm. Ja, fang du an dann. Ich kenne mich ein bisschen aus nach ein paar tausend Videos. Also das da ist das Bedienpanel. Komm, aufpassen. So, da ist das Bedienpanel von der alten Heizung. Okay? Ja. Hier auf der rechten Seite, das wisst ihr ja schon. Ja. So, das kann man üblicherweise, ist jetzt ein bisschen älter, aber es ist nicht so schlimm. Hier vorne kannst du an einstellen, Tag-Nacht-Schaltung und so weiter. Ihr habt es im Moment nicht eingestellt auf Nacht. Nee, ihr habt es durchgehend auf der gleichen Temperatur, oder? Nee, wir haben es eingestellt, das geht runter. So, auf 20 Grad habt ihr es eingestellt. Ja, so. Das hat immer kalt, ne? Hat immer kalt. Mhm. Okay, so, und wenn ihr duschen geht, macht ihr einmal auf Plus, ganz heiß. Ja. So, sehr schön. Also ich will dich jetzt nicht, hast du gut gemacht, ja. Truma, so, was ist das? Ja, das ist für die Pumpe. Es wird alles bedient über die Pumpe, Wasserpumpe. Mhm. Hier kann ich die Füllstände ablesen. Das zentrale Panel, gell? Ja. Okay. Das haben die bei Phoenix hier in so eine schöne Blende reingemacht. Ja, da ist es verdeckt. So, das ist jetzt der Wasserstand. Ja. Fast voll. Fast voll, ja. Sag mal, der hat aber das Wohnmobil hat er immer auf dem neuesten Stand gehalten, der Besitzer, oder? Ich habe gesehen, ja, Victron Energy. Hat sich immer drum gekümmert, ne? Ist alles eingebaut, ne? So, das Interessante ist aber der Landstrom, sage ich jetzt mal. Das heißt, du kannst eine Begrenzung. Ja, wenn du Landstrom hast, also das bedeutet, wenn du Strom von außen bekommst, dann legst du hier den Schalter um, ne? Das ist dann über Landstrom, ne, und das läuft dann über die andere Seite. So, jetzt hast du 6 Ampere hast du eingestellt. Ja, das kannst du auch noch verstellen. So, machen wir das Piepsen aus? Ja. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Aus. Ne? Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Endgültig. Nee, auf die Pfeile, Hubert. Ganz rechts. Dann warte, machen wir nochmal so. Zurück. Aber warum das jetzt piepst? Ich habe es nicht angefasst. Aber irgendwann fing es an. Du hast überall die Finger dran. Gut, das sagen alle. Ich habe es nicht Na, das kriegen wir schon noch geregelt. Ne? Da machen wir zu. Da machen wir zu, dann ist es leiser. Dann haben wir es in ein paar Jahren. Ist aber so, wenn man sowas kriegt, ja, das ist ja voller Technik, oder? Wir haben so kleine Filmchen. Also
der Herr Blum hat dann gesprochen und ich habe alles gefilmt, damit wir wissen, wie es funktioniert. Aber jetzt wissen wir es anscheinend dann doch nicht. Was hast du jetzt getrickt, Bert? Ja, ist aus. Wunderbar. Aha, gut. Super. Hat irgendwas gemacht. Da vorne ist übrigens ja, die Gastankanzeige. Ja, das ist für die Solarzelle. Okay. Ja. Gut, jetzt sind die Akkus voll. Die haben jetzt bei 99%. Ne? Mhm. Gastank, sollen wir mal gucken? Ja. Nee, ah, nee, das ist Gas, ja. Also fast voll. Fast voll, ja. Ist der große Gastank? Was geht da rein? 80 Liter, ne? 80 ja. Liter. 80 Liter Gastank, ne? Das sind ungefähr 7 Flaschen. Das ist schon viel. So rum. Ja. Krass. Sag mal hier, die Stäbchen, was haben die für eine Bewandtnis hier? Haben die irgendeine Funktion? Die riechen nur lecker. Die riechen? Ja. Kann man. Ah, die riechen nach so schön, oder? Ja, angenehm einfach. Ja. So, dann lass mal kurz sortieren. Also Klimaanlage haben wir gezeigt. Klappe ist zu. Sag mal, die Reisemobile, die sind ja nicht billig, muss man sagen. Denn ich sag mal, vor 3-4 Jahren hättest du es vielleicht günstiger bekommen. Da war der Markt noch nicht so die Nachfrage, oder? Ja, aber da waren wir noch nicht so weit. Ja. Also man kann das ja noch nicht zurückdrehen. Nee, genau. Also es ist alles gut so. Was hast du vorher gemacht? Ich war bei Otto Versand. Du warst bei Otto? In Saarbrücken, ja. Ja, was hast du ganz früher gemacht? Ganz früher? Im Land? Ja, verschiedenes. Was denn? Ich war mal Reiseleiter. Ich, oh, so vieles. Okay. In also. Schottland war das aber. Da habe ich die Schotte mit nach Holland genommen. Du hast die Schotten nach Holland mitgenommen? Ja. Weil was will denn ein Schotte? Ist doch schön da in Schottland. Ja, richtig. Aber die wollen auch mal was anderes sehen. Also dann, nicht nur Berge? Nee. Die wollen Flachland? So ist es. Okay. Mit einem Flachland-Tiroler. Und Krachten. Ja. Nee, war super. Schön. So, komm, wir gehen mal hier rein. Da ja, sehen wir mal. Das ist eure Werkstatt hier. Ich zeig's mal gerade. Das Hochkommen, ist das schwer? Nein. Nee, wir haben extra eine Treppe bestellt, eine Kinderbetttreppe, eine Etagentreppe, die haben wir umgebaut. Die ist bequemer wie vereinzelte Stufe oder so Aluleiter. Ah, wenn du mir die mal kurz zeigst, Jawohl. Sag mal bitte. Das heißt, normalerweise steigt man hier unten über die Schubläden rein. Ne? Ja, normal sind da so große also Bretter fast, die da. Ja, die aber das war für uns nicht praktisch. Das ist so besser für uns. Jetzt muss man fairerweise sagen, barrierefrei ist anders. Das heißt also, wenn du später mal schlecht zu Fuß bist, dann muss einer hinten schlafen, ne? Ja, so sieht's aus. Ja, aber ist oder ja noch nicht so. Nee, soweit sind wir noch nicht. So, aber auch daran denkt ihr schon mal? Also wenn mal irgendwas ist, wie sieht's denn aus, so Thema ärztliche Versorgung da unten? Es kommt, wie es kommt, ne? Man kann es sowieso nicht ändern, es kommt, wie es kommt. So, Sterngucker seid ihr? Das ist klasse, ne? Immer alles auf bei uns, ja. Wir machen nichts zu. Und wie schläft man hier? Herrlich, ne? Super. Besser wie zu Hause. Ach gut, wir haben ja sowieso keins mehr. Ne? So, du. Stimmt, ihr habt ja gar keins mehr. Das ist ja, das habe ich schon ganz vergessen. Ja, das ist schon eine Umstellung. Wenn wir früher sind wir in den Urlaub gefahren, ne? Und da konnte ich schon wieder heim. Ne? Und wie wir das erste Mal weg sind, habe ich so der Annette gesagt, wir können gar nicht mehr nach Hause. Wir haben ja nichts mehr. Das war schon ein seltsames Gefühl, ne? Wir setzen uns gleich mal da hinten hin und Annette, du musst mir unbedingt noch einen Kaffee machen gleich. Bitte, ich töte dafür, weil wenn wir die Storys erzählen, denn ganz viele Leute, die haben Lust, ich sag mal, sowas zu machen, wie ihr das macht, ja. Aber die, ich sag mal... Meistens schaffen das nicht. Ne? Die schaffen der das Absprung, nicht. Ne? Ja. Das später, heißt, später. Und ruckzuck ist alles vorbei. Das ist das Schlimme, ne? So, der Schuhlöffel habe ich uns jetzt auch mitgenommen. Das ist der... Hier kann man zumachen? Ja. Das ist der... Ich mach die Leiter nochmal weg. So, das heißt, du hast richtige Räume. Wenn du hier zumachst, kriegst du eigentlich... Hier kannst du zumachen, separat. Ne? Es fühlt sich nicht an wie ein Wohnmobil hier drin. Nee, ne? Super groß hier im Bad. Und wenn du auf die Toilette musst, ne, kannst du ja auch separat. Da ist abgeschlossen hier. Mhm. Und hier auch nochmal. Das heißt, wenn du jetzt mal spät einen Film gucken willst, einer will schlafen, das geht problemlos. Ja, ich kann ja hier Fernsehen gucken, oben ist auch noch ein Fernseher im Schlafzimmer, ne? Hast du Fernseher? Ist schon praktisch, ja. So, das ist kurz. Das Schöne. Ja, und hier kannst du auch noch zumachen, da bist du ganz für dich allein. Soll ich rausgehen? Nee, darfst hier bleiben. So, ich guck mal, gerade hier vorne hast du dann deinen Aufhänger, aber so vom Platz her ist es sehr geräumig, ja, sehr muss man geräumig, sagen. Ja. So, jetzt ist ja gerade das Bad, die Unterwäsche ist wo? Netter. Dein Einsatz. Er will alles wissen, aber das zeigen wir ihm nicht. Nein, einfach nur mit dem Finger drauf zeigen, weil da unten drin. Okay. So, das heißt. Immer dabei, weil ich ja. Und oben ist aber jetzt ein großer Kleiderschrank drin. Das heißt auch Jacken, da musst du dich ja auch reduzieren, oder? Ja. Da kannst du ja keine 100 Jacken mitnehmen. Wieder durcheinander, gell? Muss ich jetzt wieder schnell. Das ist doch kein Durcheinander. Doch, das ist durcheinander. So, Garderobe, das haben wir gezeigt. Ja. Hat aufgehört zu piepsen, das war so.
Dann hier wieder die Schränke. Schränke, ja, sag mal. Für die Kleinigkeiten. Aber das ist schon ordentlich. Das heißt, jeder hat seine Seite. Ja, und hier hast du ja auch noch Schränke ohne Ende. Genau, so, das kannst du machen. Ja, jetzt habe ich viele Fragen an euch. Komm, wir setzen uns mal hin. Annette, würdest du mir ausnahmsweise oder vielleicht deinen Mann einen Kaffee machen? Bitte. Guck mal, ich bin schon dran. Bist schon dran? Ja. Sie heizt auf. Ja, genau so ist es. Geht rucki-zucki. Mit Milch und Zucker oder? Nee, schwarz. Schwarz. Ich bin, denn ich habe so viele Fragen. Ja. Die. Ach, der Hund, ja. Ach, ist der Hund noch da? Ja, ist noch da. Oh, arm Carol. So, ich nehme an, dass er auch nicht abhaut, oder? Nee, aber der ist ja auch in der Leine, ne? Weil der haut dann schon ab, der geht dann nämlich gucken. Und am liebsten guckt er bei die Leute im Wohnmobil rein. Wenn irgendwo die Tür aufsteht und er hat, ist nicht an der Leine, dann rennt er da rein. Da kriegen die einen Schock, die anderen, ja, ja, so ein Schäferhund. Und er klaut dann die Schuhe. Das ist ganz peinlich. Er rennt mit die Schuhe über den Platz. Hat er alles schon gemacht. Echt? Der Gary? Ja, der Gary. Okay. Das ist ein Monster. So. Der Gary ist ein Monster. Ja, das macht man nicht als Hund. So, jetzt mache ich es erstmal. Das macht man nicht als. Aber der ist so süß. Ja, der ist ein braver. Ist ein lieber Hund, wirklich. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Weil wir gehen immer viel mit dem spazieren und das tut uns ja auch gut. Ne? Ja, spazieren ist ganz wichtig, Bewegung. Ja. Das ist ja auch die Frage, wenn du ja vorher so einen geregelten Ablauf hattest, ja, der war ja dann bei dir zu Hause. Ja. Du musst dich ja bemühen. Ihr steht morgens wann auf? Ich stehe so um 6:30 auf. Auch hier im Wohnmobil? Ja. Ich bin kein Langschläfer. Ich will lieber bei der Seite auf. Da habe ich was vom Tag. Ja, ah, jetzt. Ja, Hupsi, jetzt geht das aber gerade. So, der Hupsi holt natürlich direkt meine Schuhe. Oh, wie er sich freut. Ja, der freut sich immer. Und du bleibst. So. Oh, der ist aber hübsch. Ja, ne? Und die Farbe, der ist grau. Ja, der ist grau. Ist grauer Schäferhund. Ja. Ja. So, dann machen wir eben. So. Komm, wir setzen uns mal hin. Darf ich mich da in die Ecke setzen? Weil dann kriege ich euch nämlich perfekt im Weitwinkel drauf und vom Licht her. So, dann zeige ich euch mal gerade, wie schön das hier ist in eurem Zuhause. Sag mal, es ist irre groß hier drin. Du hast gar nicht das Gefühl, du bist hier im kleinen Apartment, oder? So ist es, das ist hier wirklich. Ja, wie eine Eigentumswohnung, eine kleine. Das reicht. Ich lese hier gerne auch, also ich sitze hier gut, ich habe eine schöne Sicht. Man sieht ja, wie hoch man ist hier, ne? Ja, du guckst über alle Fahrzeuge hinweg. Ja. So, es sei denn, da kommt einer, der ist noch größer. Auf der anderen Seite. Ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Ach so, der Morello? Ja. Ja, aber der ist nicht so groß. Also der Grundriss hier, wenn du da reinkommst, du bist ganz beengt. Du siehst das Fahrerhaus, was ein anderes Feeling ist. Du siehst das Lenkrad. Das ist der Grundriss hier wird ja auch angeboten von Morello. Ja. Demnächst kommt jetzt also auf Iveco Daily. Ja. Und das ist für mich der beste Grundriss, den es gibt, weil du einfach weil du hast den Schlafbereich getrennt. Ja, und es ist viel ausgerichtet auf mehrere Personen, die meisten Wohnmobile, ne? Ja. Und die meisten Älteren kaufen sich ja extra für sich was. Und da braucht man nicht noch 1000 Betten und Umbauten. Ne? Ja, genau. Bitte schön, der Herr. Da ist mein Kaffee. Schön. Ich guck's mal gerade. Nee, danke. So, dann ja. Wenn du dich mal neben deinen Mann setzt, dann habe ich es ein bisschen einfacher. Ja, auch gut. Dann habe ich euch beide. Wir sind zusammen, ne? Ihr habt euch ja. Das alte Ehepaar. Ihr habt euch ja noch lieb, nehme ich an, oder? Ja, na klar. So, sonst werden wir nicht auf engstem Raum hier sitzen. Warte mal, ich muss mal gerade mein Mikro, ich zeig mal gerade. Ich habe das hier hingelegt, damit ich gleich noch mal einen Kaffee trinken kann. Denn ich habe so viele Fragen. So, dann legen wir das mal dahin. Jawohl. Die typische Frage, die Leute mich immer fragen, wenn jemand unterwegs ist, wie ist denn das mit dem Wohnsitz? Das heißt, habt ihr irgendwo einen Wohnsitz angemeldet? Ja, das Traurige ist, dass man das immer noch braucht. Ne? Man wird vom Staat, da bekommst du alles vorgeschrieben. Man muss einen Wohnsitz haben, sonst funktioniert nicht das Ganze. Du musst ja Postanschrift, bekommst ja auch Posten alles. Ne? Brauchst du. Ja. Und wenn man Kinder hat, kann man sich dann bei den Kindern anmelden, aber das ist auch dennoch ist es nicht korrekt nicht und rechtens, ist es nicht gestattet. Ja, ne? Wenn man längere Zeit weg will. Und das ist einfach schade, dass eine Regierung die Menschen zwingt, etwas zu tun, was sie womöglich gar nicht wollen und solche Vorschriften zu machen, das ist das Schlimme. Ich meine, wenn man immer gearbeitet hat und man will jetzt mal vielleicht mal ein Jahr lang das genießen, dann kann man das eigentlich nicht, ohne dass man etwas macht, oder dass man es macht, wie man es nicht machen sollte. So, der muss ja jedes Jahr zum TÜV. Das heißt, ihr müsst immer einmal im Jahr zurück nach Deutschland. Sowieso. Ja. Ich habe auch eine Mutter und wir haben Kinder. Ist ja logisch, dass wir wieder zurückkommen. Ne? Sag mal, haben die euch für vollkommen bescheuert erklärt, als ihr gesagt habt, wir verkaufen das Haus und kaufen ein Wohnmobil? Wir hatten schon immer davon gesprochen. Ja, schon. Das geht schon seit 10 Jahren so, ne? Ja.
Aber nur es war immer so viel, ne? Arbeit mit dem Haus, ja, ne? Und das hat sich dann immer verschoben und verschoben. Und jetzt waren wir soweit und dann haben wir das direkt in die Tat umgesetzt. Ne? Kann man noch, ja, ein Foto zeigen vom Haus? Oh, zeig mal bitte. Das Auto, das wie es, wo es früher war, jetzt weiß ich, ja, aber nicht, ob ich das jetzt hier habe. Das Haus ging wahrscheinlich direkt weg, oder? Das hat noch eine Zeit gedauert. Das hat schon eine Zeit gedauert, ne? Mhm. Ja, und die hatte war noch ein großes Anwesen. Ja. Das ist auch in Frankreich, nicht in Deutschland. Ah, ich wohne auch in Frankreich. Ah, ja, das ist ja in Alzing, ja, genau. Kreuzwald. In Kreuzwald habt ihr gewohnt? Ja, jetzt, ich muss aber eben suchen, weil ich weiß nicht mehr so genau. So, das heißt, ihr habt ein großes Anwesen gehabt mit viel Gartenarbeit. Ja. Ist das, ich meine, du liebst deinen Garten, aber ich habe mir jetzt einen ganz großen Rasentraktor gekauft vor 7 Jahren und ich habe alles platt gemacht. Also ich habe ganz viel Rasen jetzt. Naja, wenn du einen Rasentraktor hast, ist das schon praktisch, ne? Aber keine Bäume und Sträucher und das Ganze. Ja, ne? Ich habe wieder einen Baum, der kaputt ging, den habe ich kaputt gehen lassen, habe einen neu gepflanzt, habe zwei... Was war es? Zwei Buchen? Nee, nicht Buchen. Ach, diese weißen, die so schnell wachsen. Wie heißen die? So war es früher. Das sind ja die Buchen. Nee, warte mal kurz. Ich zeig das mal gerade an Nette. Ihr hattet einen eigenen. Ah, nee, das sieht nur so aus wie so ein See. Ja, das sieht nur so aus. Okay, dahinter ist ein kleiner Swimmingpool gewesen. Ich muss auch sagen, dieses Telefon ist jetzt noch knapp für. Dass er es nicht mehr will. Das war der Zustand. Ja, aber so war es. 1990. 1990. Warte mal, ich zeig's mal so. Das heißt, ihr habt es so bekommen. Das ist ein großes Haus gewesen. Das ist jetzt ist es schon fertig, ne? Ja, das ist fertig. Okay. Und habe ich noch, glaube ich, eine von der Garten. Ja, sag mal Garten. Ein ganz kleines bisschen höher halten, bitte. Höher, so. Danke. So super. Kann ich mal sagen. Das heißt, ihr habt einen wunderschönen, riesengroßen Garten gehabt. Ja, großes mit Anlage. Grundstück. Ja. Da musst du auch einen finden, der sowas pflegt, oder? Ja, danach. Das waren wir dann. Das, ne? Waren wir. Ich war der Hausmeister. Das ist Fulltime, oder? Oh, es hält sich noch in Grenzen. Nur irgendwann ist mal Zeit und es reicht. Ne? Ihr hattet zwei Hunde? Nein, das ist noch der Hund von unseren Freunden hier, die in Erdweg wohnen. Aber denn ihr Hund sieht ja genauso aus wie unser Gary. Okay. So haben wir uns auch kennengelernt. Das ist ein schönes Foto von den zwei. Sag mal, hier so ein Schäferhund, wenn ihr unterwegs seid, das ist schon, du hast eben gesagt, Alarmanlage, aber das, Es schreckt auch ab, ne? Wenn der vorne im Führerhaus steht, ne? Und dann auch so hoch. Ne? Aber, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jemand da rein will unbedingt. Ja. So, und dann habt ihr gesagt, wir machen das. Mhm. Habt ihr auch Kinder? Ich frag mal. Ja. Ja, weil eine Tochter. Eine Tochter? Mhm. Ja. Die ist schon älter, oder? Ja, 40 schon. Er will alles wissen. 40. Nein, es geht ja darum, dass die... Das ist ja kein Problem. Ne? Die wohnt ja wahrscheinlich bei euch in der Nähe, oder? Sie wohnt auch im Saarland. Ja, im Saarland. Das heißt, ihr habt euch relativ oft gesehen. Enkelchen auch? Ja, genau. Ja. Enkelchen auch neuerdings, noch. Ja. Neuerdings. Ja. Ist das nicht dann schade, dass doch man sagt? Doch. Doch, weil das sehe ich jetzt schon an den Fotos oder wenn ich so über WhatsApp ein Filmchen kriege, wie es kleine Mädchen sich ändert so schnell und da werde ich ganz viel von vermissen, das ist ganz klar. Weil ich bin jetzt in Kansas, ich habe auch zwei Enkel und das geht so schnell. Ja, das geht wirklich schnell. Rasend nur schnell. Wir haben auch nur ein Leben und wir können jetzt nicht darauf warten und man weiß nicht, was kommt. Mhm. Und wenn man es jetzt nicht macht, wir müssen einfach jetzt. So ist, das sagt einfach das Gefühl dann auch, dass man... es wird Zeit. Es wird Zeit. Wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten. 60, das ist der letzte Lebensabschnitt, so schlimm wie es ist. Ne? Ja. Krass. Und wir schauen einfach mal, wie lange wir das machen. So. Alt werden ist schlimm, aber nicht alt werden ist noch schlimmer. Ne? Mhm. Ja, man muss es was machen. Ne? Du merkst das jetzt schon, dass der Geist loslässt? Was für Geist? Also ich sag mal so, bei mir merke ich es, ich bin ja Family, da bist du drin in deinem Trott. Also was du hast ich bin immer in deinem Trott, ne? Und jeden Tag passiert das Gleiche. Ja, ne? Und man braucht mal ein bisschen Abwechslung. Ne? Das merkt man hier schon am Stellplatz. Du lernst Leute kennen. Früher hast du immer zu Hause gesessen, hast Rasen gemäht, Unkraut und so Dinge. Ne? Ja. Jeden Tag dasselbe. Ja. Und hier lernst du Leute kennen. Man redet miteinander. Man redet über den Urlaub, wo jeder schon war. Ist alles perfekt. Ne? Ja, dann. Das heißt aber auch, du musst auch kommunikativ sein. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt keine Leute kennenlernen oder so, dann ist das vielleicht der falsche... Nee, da bleibt man besser zu Hause. Da bleibt man besser daheim. Genau. Der falsche Beruf dann. Ja. Also wir haben immer schon nette Kontakt zu Menschen. Ne? Also von daher wir ist das kein Problem. Wir sind nett. Ja, normal. Umgänglich, normal. Ja. So, das Internet hat ja den Vorteil, ihr könnt viele Filme gucken von Leuten aus Spanien. Da gibt es ja denjenigen, der fährt... Wie heißt der noch? Der Hako, ja. Vielleicht treffen wir den mal. Ja, mit dem Vario-Mobil. Mit dem Vario-Mobil. Und das ist das, ich meinte. Die vorige Eigentümer von diesem Wohnmobil haben jetzt auch ein Vario-Mobil.
Lieber Heiko Hülsmann von Vario, ist der Chef von Vario. Wir arbeiten ja mit Vario zusammen. Ach so. Ja, ja, die bauen auch ganz tolle Autos, muss man auch dazu sagen. Ja, das habe ich gehört. Ja. Aber der Vorgänger, der war Schreiner. Ja. Ne, von dem Fahrzeug. Tischler war er. Ne? Tischlerei Blum, genau. Und deswegen wollte er ein Vario-Mobil. Ja. Weil da viel mit Holz verarbeitet wird. Ja. Und das ist sein Interesse, ne? Ja. Holz. Und deswegen ja. wollte er unbedingt das Vario-Mobil haben. Ja. Ich bin Anfang übernächster Woche wieder im Werk in Boomte und filme die Produktion nochmal von Vario. Echt? Ich habe ja schon gefilmt, ja. Super. Ganz tolle Firma, also wirklich klasse. Und, aber von der Qualität muss ich ehrlich sagen, der hier ist auch richtig klasse. Ja, ist er auch. Ist, ja. Da wackelt ja. wahrscheinlich nichts. Nee, da wackelt nichts. Gar nicht. Nee, ja. Es ist wirklich, wirklich super schön. Okay. Ja. So, jetzt. Das ist genau auch, wie ich es haben wollte, um es mal so zu sagen. So innen drin, die Farbe, also das Taub von der Lederbezüge, das gefällt mir super gut. Also gefällt mir. So, ich lege das mal gerade da drauf, da kann ich ja. meine Kamera abschalten. Ja. So, jetzt habt ihr begonnen, den Plan dann in die, ich sag mal, Wirklichkeit umzusetzen, heißt ja, dass du nicht mehr arbeitest. So wie, ist es, ja. Wann hast du aufgehört zu arbeiten? Die wurde irgendwann mal zugemacht, die Zeche, glaube ich, oder? Ja, das war ja, ja, durch den Abstieg vom Bergbau. Vor schon bestimmt 7 Jahre oder 8 Jahre? So. 8 Jahre. Acht ja. Jahre. So, ja, das heißt, stimmt. Du bist wahrscheinlich auch krank durch die Lungenfibrose. Ja, bist du wahrscheinlich Frührentner oder was auch immer. So, das nicht. Das ist ja in Vorruhestand gegangen. In Vorruhestand. Ne? Ja, ja. Langt das, denn ich sag mal so, ihr habt jetzt das Haus verkauft. Das Haus hatte ja Kosten, muss man auch fairerweise sagen. Gut, in Frankreich, die Häuser sind einigermaßen bezahlbar. Mhm. Das weiß ich im Vergleich zu Deutschland. Gut, das war ja. früher einmal, ne? Aber in Frankreich zieht es jetzt auch ganz schön an. Schon an, ne? Ja. Gut, hat überall dasselbe. Für uns war es nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht? Ich meine, dafür haben wir auch tagtäglich gearbeitet. Ja, wir haben 30 Jahre gearbeitet, unsere ja. Zeit drin gesteckt. Ne? Kein ja. Urlaub ja. gehabt, also es war eigentlich, das ganze Geld ging immer nur ans Haus. Ja. Und die Arbeitskraft ja letztendlich auch. Und du hast auch eine Rente, nehme ich an, oder? Das heißt, du ja, bist das deutlich. Ich bin noch zu jung. Du bist noch zu jung. Ich warte. Ich muss ja warten, bis ich 66 bin oder so. Echt? Das heißt, du musst ja. noch. Ich bin jetzt Privatier. Ne? Ich mache ja gar nichts mehr. Ja, wir sind jetzt am Reisen, da kann ich nicht mehr arbeiten gehen. Ja, das funktioniert ja nicht. Ne? Ja, okay. Genau. So, du hast gesagt, du stehst um 6 Uhr auf, vorher auch 6 Uhr. Ja. Verleitet das denn nicht so dazu, einfach mal, oder habt ihr so einen Plan, dass ihr dann rausgeht, immer viel gucken? Oder ich meine, ihr seid jetzt erst ja 4 Wochen unterwegs. Habt ihr ja. irgendwie eine Idee? Mal, ne? Aufstehen musst du ja sowieso. Ja. Der Hund will ja auch raus, ne? Raus. Aber meistens macht das die Annette morgens. Morgens, ne? Gehen nicht mit dem Hund. Ja. Guck mal, der liegt da vorne in der Sonne auf ja. Ja, der genießt das, ja. Ja, der findet das super. Hat er das schon gemerkt, dass ihr im Urlaub seid? Jetzt? Ich denke, er muss sich wirklich ein bisschen daran gewöhnen. Und so langsamerhand fängt das auch an. Es wird, ja. Es wird in die gut, letzten für ihn Monate. Ist das auch eine Umstellung, ne? Ja, und wir hatten so viel Arbeit zu Hause, denn die ganze Sache musste ja weg. Ja. Also man verkauft viel, man bringt viel auf die Déchetterie. Müllentsorgen, ja. Ja, also das war schon eine enorme Aufgabe. Ja, ja. So, das heißt, ihr habt das ganze Haus dann ausgeräumt und der ja. Tag der Übergabe, es ist ja so, in Frankreich kannst du ja bis zum Notartermin immer noch Nein sagen, das weißt du. Es gibt immer noch einen Vortermin. Gibt das, einen Vortermin, ja, einen ja, Vorvertrag. Ja, das ist der Kompromiss. Die tut ja. man erst unterschreiben, dann kommt die Bedenkzeit, genau. Ja. Das ist dann auch nochmal 10 Tage oder 14 Tage, meine ich. Aber diese nette Leute, die unser Haus gekauft haben, die wollten es unbedingt haben, also wir haben da keine Sorgen gehabt. Ja. Und die sind allerdings etwas früher gekommen, wie geplant. Dus dan haben die in unserem Haus oben gewoond. Die wir durften noch ohne bleiben. Echt? Also waren we WG. Ja, alles gut gepasst. Ne? Ja, alles prima. Alles das, das heißt, das Haus war auch sehr groß. War das am Schluss zu groß für euch, würde ich sagen? Nö, das nicht. Nee, eigentlich nicht. Es war ein schönes und gemütliches Haus. Ne? Ja. Viel Licht. Ja. Ne? Aber wie gesagt, man lebt nur einmal. Was ungefähr Anzahl der Quadratmeter? Wow. So sagen die 200. 200. Mhm. Und jetzt hier habt ihr ungefähr 20 oder 15. Ja, ja. Und merkst du irgendwas, was dir fehlt? Manchmal die Küche. Die Küche? Ja, und das, ja, gell, die Küche fehlt mir manchmal. Einfach mit allem, was da war. Wir hatten eine Zapfanlage in der Küche. Eine Zapfanlage? Ja. Gut, ihr seid ja Saarländer. Ah, jo. Ja, es ist Karlsberg-Zapfanlage. Oder? Ja, das heißt, du hast ja, das war eine große Kühlung, die hat bei uns im Keller gestanden und ja. die Zapfanlage war oben in der Küche. Okay. Ne? Ach, du hast wie in der Kneipe ja, einen Bierkeller gehabt? Ja, haben wir eine Zapfanlage gehabt. Eine Zapfanlage gehabt. Ja. Und die fehlt dir? Das, du könntest ja. Es ist nicht immer das Wahre, ne? Wenn das Bier kommt wie aus dem Wasserhahn. Ne? Das ist verstanden. Das heißt, du trinkst dann schon mal ein bisschen mehr, als du solltest.
Ja, es ist, nämlich, ist nämlich so Besuch. Praktisch und da hast du immer Besuch, ne? Ich habe übrigens Leute gefilmt mit einer mit einer großen Zapfanlage. Die haben einen Kühlschrank und da ein Fass Bier reingemacht ohne Zapfanlage. Ja. Steht im Wohnmobil. Echt? Steht, ja, kann ich euch einen Film zeigen gleich. Alles super. Die haben hinten im Heck auch eine Waschmaschine drin, Zapfanlage drin. Wow. Ich glaube, ein Trockner drin, Geschirrspülmaschine, aber das Auto hatte dann, glaube ich, 12 Tonnen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist schon enorm dann. Ne? Ist enorm. Ja. So, es heißt, ihr habt das Auto, wie lange habt ihr das übernommen? Das habt ihr vor einer Woche oder was? Nee, vor... Wir haben es am 31. Oktober abgeholt. Das ging dann... Zug um Zug. Ja. Ja, ne? Hat alles zügig vonstatten gefunden. Da war das Haus war eigentlich noch nicht verkauft. Ne? Ja. Aber gut, das Wohnmobil war eine Gelegenheit. Ne? Ja. Und da muss man eben zugreifen. Ne? Ja. Okay, das war eine Gelegenheit, ja, genau so. Ihr habt natürlich MAN-Service weltweit, das brauchst du keine Sorgen zu machen, nee, egal wo, wenn mal irgendwas ist. Habt ihr ein bisschen was zurückgelegt, falls mal doch was Größeres kommt an Schaden? Ja, natürlich, das muss man schon machen, ja. Aber dafür hat man auch wieder andere Ausgaben, ne? oder man spart auch wieder was. Das so großes Fahrzeug kostet auch Geld, Unterhaltung, ne? Wenn du neue Reifen kaufst. Das ist ganz andere Dimensionen wie beim normalen PKW oder beim Du musst ja nicht jedes Jahr neue Reifen kaufen. Nee, braucht man nicht, aber kommt irgendwas dran, ne? Reparatur oder sonst was. Ne? Man muss schon Geld auf die Seite legen. Und die Kosten für Benzin und Diesel sind ja auch nämlich gerade günstig. Ne? Ich war schockiert beim ersten Mal tanken. Ja, was geht da rein in den... Ich hatte über 200 Euro. Weiß 200 ich Euro? Ja. Oh ja, gut, war der Tank noch nicht leer, ne? Ja. Ich fand das viel. Aber man muss sagen, ihr habt ja vorher auch ein Auto gehabt, ihr habt jetzt kein Auto mehr, oder? Richtig, nichts mehr. Wir haben alles weg. Wir haben alles verkauft. Roller? Hat es einen Roller? Nichts mehr. War noch zwei Fahrräder bei der Tochter stehen, aber hatte keinen Platz für die mitzunehmen. Aber Auto bedeutet, ihr habt die Kfz-Steuer nicht mehr, ihr habt die Versicherung vom Auto nicht mehr, ihr habt die, ich sag mal, Abzahlung. War das Haus schon bezahlt? Ja. War schon bezahlt? Natürlich. Also das habt ihr jetzt da. Das heißt, ihr könnt aber bedenkenlos bis ans Ende eurer Tage, wenn ihr euch ein bisschen zusammenreißt, funktioniert das schon. Ja, das geht schon. Ist das Wohnen im Wohnmobil günstiger als zu Hause? Ich kann es noch nicht sagen. Es ist noch zu früh. Ja. Ich denke, wir können das eher sagen, wenn wir jetzt unterwegs sind. Dann sieht man ja, wo verbleibt man dann nachts? Ja. Jetzt sind wir hier bei der Freistaat. Toller Platz, kostet nichts. Ja. Wir können hier entsorgen, es ist alles da. Also da können wir uns nicht beschweren. Ja. Dafür hat man auch Plätze, da bezahlt man 20 oder 30 Euro in der Nacht. Ja, aber der Freistaat ist ja gemein, das weißt du. Wenn du da in den Laden reingehst, ja, genau so ist es. Das ist so ein bisschen wie in Holland hier, Obelink. Ja, Obelink, genau, herrlich. Ja, da gehe ich auch immer gerne hin. Die große Seuche. Du musst bei Obelink, darfst du keine EC-Karte mitnehmen oder Kreditkarte. So ist es. Du musst abgezähltes Geld mitnehmen. Ist am besten. Ja. Ja, da gibt man nichts extra mehr aus. Es, ne? Weil das da kommt man ja noch gebrauchen und so. Ja, richtig. Ah, ja, natürlich. So, jetzt seid ihr ja schon Camper. Ihr wisst ja schon, was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Jetzt wart ihr aber keine Vollzeit-Camper. Wie lange wart ihr vorher weg, immer so am Stück? Wir waren nur einmal 3 Wochen weg und ansonsten immer ein langes Wochenende. Langes Wochenende, immer? Ja. Immer im Saarland unterwegs, unter der Mosel. Weißkirche, Weißkirchen. Losheim am See oder noch bei Mehring. Ja, jedes Wochenende wart ihr raus? Nicht jedes, aber... Fast, auch im Winter. Ja, natürlich, kein Problem. Ja. So, jetzt fehlt ein Bauteil, ein bisschen was ist kaputt gegangen, ist ja nicht schlimm. Bauteile-Knappheit habt ihr ja mitbekommen. So ist es. Ja. Deswegen sind wir noch gezwungenermaßen hier. Ja, seid ihr noch ein bisschen da, aber ist ja nicht schlimm, ihr habt ja alles an Bord. Ja, deswegen ist alles in Ordnung und dann geht die Reise halt ein bisschen später los. Ja. Macht ja nichts. So, die Freunde wohnen in Alicante, oder? Ja, wo wir jetzt hinfahren, die andere Freunde wohnen in Alicante. Die haben auch ein Wohnmobil oder haben die Haus? Nein, die wohnen dort. Die wohnen da? Ja. Das heißt, ihr könnt davor parken? Oder das wir können parken. Die haben auch noch eine kleine Ferienwohnung auf Haus auf ihrem Grundstück. Ist ja da genial. Könnt ihr theoretisch auch noch rein. Die haben ein Schwimmbad. Also, alles. Du fährst jetzt dahin und du kommst ja nicht mehr, ich nenne es mal, nach zu Hause zurück, sondern dann zu Hause. Stimmt. Wann wurde das realisiert von dir? Oder ist das immer noch nicht so ganz? Noch nicht so ganz, nee. Du warst Ich denke einfach, das kommt mit der Zeit. Es ist alles noch zu neu. Ja. Da muss erstmal eine gewisse Routine auch entstehen. Und viele Dinge wissen wir vom Wohnmobil einfach noch nicht. Ich ganz und gar nicht. Ich habe es noch mal nicht gefahren. Ja. Ne, das müssen wir auch noch alles machen. Du darfst ja fahren. Ich darf fahren. Genau, du hast ja den Führerschein dafür. Ja, ich habe den Führerschein. Aber wenn man das so sieht, es ist kein PKW. Ja. Mit vorigen Wohnmobil bin ich ja auch gefahren. Ist gar kein Ding. Das war kleiner? War nur 6 Meter Wohnmobil. Ne? War kleiner als 4 Ducato. Ne? Ja, und du saßt natürlich nicht so hoch hier. Und genau. Ah, ja, genau. Gut, das Hochsitzen, das ist schön. Aber ein immer guter Blick. Ne? Ist der laut vorne beim Fahren? Nein. Gar nicht? Nein, ganz und gar nicht. Okay. Echt super. PKW?
Ja. Feeling. Ja, also von der Lautstärke. Bequem mhm. und. Habt ihr so Routinen, Fernseh gucken, abends Tagesschau? Macht ich gucke das? Eigentlich selten. Gut, also Tagesschau. Tagesschau. Das ist wichtig. Fernsehen, ne? Ja, ja. Du hast das Satanlage am Dach. Oder? Satanlage ja. ist da, ne? Ja, ja. Okay. Aber ansonsten. Ich lese dann oder jo, Nachrichten gucke ich auch, ne? Doch. Internet, WhatsApp und so, da seid ihr immer up to date. Ja. So, eure Freunde. Habt ihr Freunde gehabt? Nee, oder wart ihr freundlos? Wir waren immer freundlos. Nein, aber der nee. Typische ja. Saarländer hat ja 1000 nee. Freunde. Wir haben zwar in Kreuzwald gewohnt, ne? Ja. Aber wir sind mit Hunden spazieren immer nach Lauterbach, über die ja. Grenze nach Lauterbach, das ist ein riesiges Feld. Ja. Und da haben wir echt viele nette Bekanntschaften. Ja. Und Freunde. Und Freunde. Haben wir doch auch Freunde. So die, fehlen, ja. die fehlen euch ja schon jetzt. Doch. Ja, natürlich, doch, die fehlen. Ne? Die melden sich auch regelmäßig. Wie geht es euch? Ne? Wir vermissen euch. Sag, sag mal einen Vornamen von einem. Na, ja. zum Beispiel Gabi, der Egon, Egon, der baut die Bänke, wer ja. ist noch? Ja, der ist für SR3 dann unterwegs, im Radio. Echt? Ja, ja, ja. Hallo Egon, ja, willkommen im Club. Ich habe ein schönes Foto von Egon, da freut er sich ja riesig. Ja, ist, ne? nicht, das, was wir nicht zeigen dürfen. Ja, muss nee, nur von Egon selbst. Okay, von Egon selbst. Von okay. selbst, das ist jetzt das ist dann nicht so. Schlimm. Denn der Saarländische Rundfunk ist ein... Tolle Sache, kannst du ja auch unterwegs empfangen, SR3 ja. zum Beispiel, Saarlandwelle. Was ist euer Sender, SR1, SR3? Smooth London. Smooth London, ja. okay. okay. Also. Schlecht für euch. Ja, ist nicht so schlimm, also ich kann es gerade noch ja, so verkraften. Ja, ist aber doch wert. Nein, er hat diesen wunderschönen T2, der, mit dem die rumfahren, mhm. das ist Egon. Ja, das der Egon. Stellt überall Bänke auf, wo sich ein Platz findet, ne? Das ja. ist der Hobby. Ne? Ja. Das fehlt ja in Bayern, die haben nirgends Bänke, wenn ich spazieren gehe, das ist ja. ganz schlimm. Ne? Ja, das stimmt. Ja. So, jetzt. Ganz die Bekannte sind die Arnolds, ja. die kennen wir schon Jahrzehnte. Gerd und Margit, die haben ja. auch, er hat auch bei Saarberg angefangen. Also ist auch Bergmann? Auch Bergmann, auch ja Bergmann. Gut, das sind ja. viele Bergleute im Saarland. Ja. Ne? Okay. Ja. So, jetzt hast du ja, ich sag mal, die Freunde gehabt, die waren jeden Tag bei dir, oder? Nee, auf dem Feld hat man sich immer getroffen wie ein Hund. Na, aber, mal, ja, aber so... Eigentlich wie bei jedem anderen Menschen auch. So. Ne? Jetzt ist ja so, man muss sich ja schon lieb haben. Du hast ja hier 15 Quadratmeter. Mhm. Wenn die Fetzen fliegen, ist das bei euch schon mal? Oder seid ihr vollkommen harmonisch? Wir sind nee, natürlich haben wir auch mal. Aber nichts jetzt noch dramatisch. Noch nie was Ernsthaftes. Nee. Aber nichts, wo laut oder nee. Der eine musste mal oben oder unten. Nee. Um Gottes nee, Willen, nee, nee, das nee. Hatten wir noch nie. Ne? Nee. Bringt auch nichts. Man nix. Geht am besten normal miteinander um. Ah, ja. Ne? Immer überlegen, bevor man was sagt. Ja, ja man lebt nur einmal. Ne? Man ja. manchmal im Fernsehen. Wenn sie sich die Nachbarschaft streitet, da tun die Leute neue Häuser bauen und da kommst du jemand dran, nebendran und wohnt 5 Meter weg. Ne? Ja. Ja, gruselig. Und da hast du kein Leben mehr. Ne? Weißt die feinden sich dann an, wie gesagt. Ja, ja die feinden ja. sich an. Und gut, wenn dir hier einer auf den Sack geht, da kannst du den Schlüssel nehmen. Ja, fährst du weg. Ne? Ja. 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 Ah, ja, das ganze Streiten bringt nichts. Ah, ja, aber so ist es. Das ist verlorene ne? Zeit. Ne? Jetzt seid ihr da unten in Spanien, da gibt es ja ganz viele, ich sag mal so Rentnerplätze, wo die sich treffen. Das finde ich total geil. Die, ich war noch nie da. Ist das eine Sache für euch? Ja gut, ich geh gern bei Leuten, ne? Bis sie reden und höre, was sonst schon, was es alles gibt. Ne? Ich finde das klasse. Ne? Ja. So, jetzt du bist dann auch schon mal im Wohnmobil drin. Oder so, ich sag mal, du kannst was lesen in der Zeit. Das ja, heißt, oder ich gehe auch schon mit. So ja, ist es nicht. Also ich bin ja auch menschenfreundlich. Ist das Campen, ich sag mal, so eine Flasche Rosé hat man ja dann schon mal getrunken, oder? Ja, klar. Dann ist so. Na, logisch. Ja, ja. Man ja. begegnet immer Menschen, man sitzt zusammen abends, man trinkt was, das ist doch gerade das Gemütliche. Und man hört was von anderen Menschen, wo die wohnen, wie ihr Leben ist. Und na, das ist immer schön. Ja, und man hat dadurch auch viele Bekanntschaften. Man lernt immer Leute kennen. Sind die Storys nicht manchmal gleich oder ähnlich? Nee. Das heißt, man fängt ja immer an, das heißt, jeder hat eine andere Geschichte. Ja, finde ich schon. Die du ja dann quasi proaktiv erlebst. Ja, ja so ist es. Jetzt ist Europa ja riesig. Spanien ist eine Sache. Ist Portugal auch im Visier? Ja. Ja. Ja, wir wollen so die Küste dann so ganz runter, Gibraltar, dann wieder hoch und dann Richtung Holland. Portugal. Und dann, nee, dann erstmal die Westküste von Frankreich. Bretagne, Normandie, die Picardie. Dann aber im Sommer, da. Wenn es wieder wärmer wird. Genau, wenn es wärmer wird, kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Ne? Okay. Ja, ja. So, jetzt müssen wir überlegen, was. Also, das haben wir geklärt. Wohnsitz ist klar, das ist klar. Dann das Thema Geldautomat, das ist ja, gibt es ja überall. Ihr habt ja eure Karten, da könnt ihr Geld mit abholen. So ist es. So, abheben. So, dann einkaufen, gibt es überall Supermärkte. Ja,
alles kannst kein ranhalten. Problem. Habt ihr so schon es. Probiert? Ja, natürlich. Stellplätze gibt es in der App, kannst du gucken. Ja, Park for Night zum Beispiel. Kann nicht jeden Tag auf Campingplätze gehen, dann wärst du arm, das geht nicht mehr. Ja. Das konntest du früher machen, heutzutage ist es Luxus. Ne? Aber Stellplätze sind halt sehr günstig. Die sind günstig, ja. Dann, das Thema Freistehen, Autobahn, wisst ihr ja, Frankreich sollte man nicht tun. Nein, das tut mir weh, da gehen wir lieber auf den Campingplatz. Ich traue mir das tatsächlich nicht. Ja, da wird auch viel, da passiert auch relativ viel, muss man sagen. Ja, also das höre ich immer wieder, was da ist. So, das haben wir, geklärt, ihr liebt euch bis zum Anschlag. Das ist jawohl. Gut. Dann, wie bist du so eine Leseratte eigentlich, Hupsi? Nein, nur die Annette. Annette. Ich gucke lieber ein bisschen Fernsehen, gehe spaziere. Netflix, habt ihr Netflix? Nein. Nee, Amazon Prime? Auch Apple nicht. TV? Nee. Das macht auch nicht. Nee, das machen wir alle. Also Hupsi guckt normal in ARD oder ZDF. Jo. Und ich lese und abends RTL die Nachrichten. Ja. Und ZDF die Nachrichten. Ich habe meinen E-Book-Reader, also ich habe immer mein... Sag mal, der Tag, wo ihr losgefahren seid, also ihr müsst ja dann irgendwie, was habt ihr mit dem ganzen Zeug gemacht? Habt ihr alles auf den Müll gefahren? Oder vieles verkauft, verschenkt. eBay Kleinanzeigen. Ne? Zum Beispiel. Ja. Unsere Tochter hat unsere Möbel genommen. Warte, so alte, so Weichholzmöbel. Die hat sie und noch natürlich so hier und da so Kleinkram. Und der Rest muss eben weg. Und ja, das hat wehgetan bei vielen Dingen. Es ist nicht schön, alles wegzutun. Was hat dir wehgetan? Vor allen Dingen meine Deko-Sache oder auch Bilder und so Sachen. Bilder? Ja. Man kann die Bilder, große Bilder, Wandbilder. Ja, Wandbilder, ja. Was hast du denn damit gemacht? Weil das ist ja eher so ein, ich nehme an, dass du jetzt keinen ganz großen Meister hattest, einen echten, oder? Nee, das nicht. Aber dennoch, man hängt da dran, ne? Das wäre natürlich super gewesen. Hätte mich auch super gefreut. Da hättest du einen Hubschrauber kaufen können. Ja. Aufs Dach. Genau. Im Landeplatz auf dem Dach, jawohl. Ja, so kleine Rembrandt oder Jan Steen irgendwas, ne? Das wär's noch. Magst du noch einen Kaffee? Ja, bitte, mach mir noch einen Kaffee. Ich bin so total, weil ich habe ja gesagt, 11 Uhr war ich da. Ja, war es ja 11 Uhr? Ich habe gedacht, du hast verschlafen. Nee. Da hat sich nichts gerippelt da auf der anderen Seite. Ja, aber das ist ja 11 Uhr ist 11 Uhr und ich war, glaube ich, um 11 Uhr da. Ja, das ist, gut. Punkt um 11 Uhr. Ja. So, und das ist so gut, das Wasser, das kannst du trinken, was daraus kommt. Ja, wir haben das gefiltert. Wir filtern das, bevor es in die Tanks kommt. Hat er gezeigt eben. Ja, und wir haben hier ohne drin auch noch ein Filter. Zeig mal bitte, wie der aussieht. Ja, das war da. Kolibakterien, ne? Kolibakterien. Ja, alles filtert der raus. So, und die Filter, die ist da. Es war auch noch nicht so, dass du aufs Klo musstest 3 Tage wegen dem Filter. Das funktioniert. Das funktioniert blendend. Denn, kein Problem. Also aus Klo heißt, dass du irgendwie Durchfall hattest oder so, wegen dem Wasser, nichts. Nee. So, das ist alles. Das ist der Durchflussfilter. Ja, das ist ein Nanopartikelfilter. Und der hält wie lange? Wie lange hält er? Ein halbes Jahr circa. Halbes Jahr. Ist nicht ganz billig, muss man sagen. Aber nee, ist es nicht, aber gut, das sind dann mal die Ausgaben, die man hat, ne? Ja, so, ich zeig mal gerade, guck mal hier. Da ist er. Hallo Mäuschen. Das Mäuschen. Bleib mal schön da. Ah, ich krieg noch einen Kaffee, wie schön. So, jetzt ziehe ich mir mal die Mütze aus, denn... Ja, es wird warm hier. Ja, was interessant ist, ist, dass die Lebensqualität mit dieser alte Warmwasserheizung, die ist wie zu Hause, oder? Du merkst keinen Unterschied. Naja, scheiß Wasser, direkt heißes Wasser, direkt zügig, muss nicht warten, bis es warm wird, ne? Boah, ich beneide euch so sehr um diesen Grundriss, der ist so klasse. Ja, mit ist dieser, es auch. Mit super dieser Hexetruppe. Ja, super gemütlich. Ja, wenn du dann abends oben im Bett liegst, ne? Früher in unserem kleinen Wohnmobil, ne? Ja. Du hast normal miteinander geredet, das muss ich, wenn ich im Bett liege oben, dann muss ich rufen, dass sie mich überhaupt hört hier. Ja, ne? Hört es nicht. Ah, ja. Du hast dann die Möglichkeit, sie anzurufen am Handy. Ja, wenn es mal geladen ist, das sind die, ja. Das macht meine Frau immer. Sie ruft mich immer von oben nach unten an. Ja. Da darf ich mal aufs Dach gucken hier, wenn wir mal kurz hochmachen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Na, da muss der Tisch alles weg. Nee, ich kann einfach aushalten. Ich halte das noch nicht auf. Ach so, warte mal. Nee, komm, ist gut. Lass mal. Ja. Du hast du keine Stange? Für die Kamera. Nee, ich kann die einfach raushalten. Du musst nur das Dachfenster aufmachen. Hochkurbeln. Hab ich noch nie gemacht. So, sollen wir mal probieren, zusammen. Ja. Wobei ich hole eben das weg, dann. Ich fasse es nicht an, nachher mache ich es wieder kaputt wie eben. Warte mal. So, das ist eine Kurbel. Du kannst noch nicht drauf. So, Premiere. Achso, das ist eine verkehrte Seite. Das siehst du auch nicht. Gut, das geht. Macht nichts. Ich kann ja durchfallen. Das ist super. Machen wir gerade komplett auf. Jawohl. Dann können wir mal aufs Dach gucken, wie viel Solar da drauf ist. Das ist schön, ja, genau, gute Idee. So. Es kommt auch ein bisschen Luft rein, ne? Machen wir hier Vollgas. Mal gucken, wie weit wir es aufkriegen. So, jetzt. Denn die Leute interessiert ja mal Technik. Ja, Technik. Das begeistert hier auf dem Dach, ne? Ja, absolut. So, ich mal gucken. Pass auf den Kaffee auf. Ja. Oh, ich kann rausgucken. Siehst du was? Ja, da vorne ist die Saatschüssel, die da ist.
da habt ihr Solar ohne Ende. Ich guck mal gerade hier hinten. Also überall habt ihr was am Dach drauf, das sehe ich zwar jetzt nicht, aber das kann man später im Video gucken. Und du kannst natürlich vorne raus, ne? Du kannst natürlich prima Fotos machen hier. Du kannst einfach raushalten. Jawohl, das ist perfekt, ne? So, okay, machen wir nochmal zu, sonst wird schnell kalt. Alle sagen Hupsi. Ist das ja, schon ewig so? Das ist schon ewig so. Achso, das ist am Dach, warte mal. Warte mal kurz. Mal. Normalerweise Hubert, aber das kennt mich kein Mensch unter dem Namen. Na? Da sieht man ein bisschen, was auf dem Dach auch ist. Ich kriege die Schafe hier nicht hin, wie wieder mal. Doch, nee. Geht's? Ja, es geht. Also ihr habt das Dach voller Solar. Ja. Das heißt, du musst auch, wenn du frei stehst, gerade unten im Süden, da scheint die Sonne ja öfter. Ja, da brauchst du keine Sorgen zu haben, ne? Ja. Und hier ist der Kaffee. Ich muss deine Jacke ausziehen. Nee, ich lass es an mit deinem ekliges Hemd, ne? Das eklig. Das ist mein Winterhemd. Ja, er hat immer so Winterhemd. Zeig mal. Nein, ich zeig dir das jetzt nicht. Ich hab das hinten aber gesehen. Ein bisschen zeige ich dir. Ein bisschen zeigst du mir. Die ist aber schon warm und flauschig. Das heißt, also schönes, flauschiges Hemd, ja. Jetzt mal eine Frage. Insgesamt, wenn ich rausgehe, ich habe festgestellt, ich brauche ungefähr 20 Unterhosen, ich brauche 20 Paar Socken, 20 T-Shirts. Mhm. Ich habe hier von diesen, ich zeige es mal gerade hier von VD, so Funktionsbekleidung, habe ich mit dabei. So Style and Fashion, warst du schon immer so der Kleidertyp, der immer die neuesten Dior-Kleider und so? Nee, eher nicht. Eher nicht. Nee, normal. So wie jetzt auch. So, das heißt also, du machst sehr viel Casual. Genau, zieh die Hosen auch mal 3 Tage an, oder? Ja, wenn es hin muss, dann ist es so, ne? Genau. Thema Friseur. Ja, dringend. Ich brauche dringend einen Termin. Also ich mache das noch, wenn wir wieder in Erdweg sind. Da ist ein Friseurlader, da mache ich noch einen Termin, bevor wir auf die Reise gehen. Du hast wunderschöne Haare. Ich nehme an, dass du Strähnen drin hattest. Nee, das ist alles Natur. Alles nee, das ist Naturgrau. Ist Naturgrau. So, aber das Thema Pflege, ich sag mal, man geht ja auch mal zur Nageltante, nehme ich an, oder machst du das nicht? Nee, keine Nageltante. Nee, ich bin ganz normal. Sag mal, ganz normale Nägel. Nein, aber das ist ja das, was viele fragen, die dann sagen, ja, so, das ist ja so meine tägliche Routine. Fitnessstudio, wie sieht's damit aus? Nein, um Gottes Willen, ich habe einen Hund. Sport ist Mord. Sport ist Mord. Ja, nee, das ist. Oh, seid ihr geil, ihr seid die Besten. Sport ist Mord. Ich hätte jetzt gedacht, der Hupsi sagt das. Ja. Das ist doch so, ne? Also gruselig. So, also da darf ich euch mal ein paar Bilder in den Kopf setzen. Ja. Ja. Also Spanien, es steht direkt am Meer. Ihr haltet dort an. 2, 3 andere Campingmodule sind auch schon da. Mhm. Ihr geht raus und geht direkt mal am Strand mit dem Hund spazieren. Direkt. Ist das so ein Bild? Ja, direkt. Was ihr dann drin habt. Dann seid ihr in Portugal, ihr seid direkt in Lissabon. Ihr haltet dort auf einem wunderschönen Stellplatz und macht eine Stadtbesichtigung in Lissabon. Mhm. Habt den Hund hier mal drin, weil ihr eine Klimaanlage habt, der läuft. Sind das so Bilder, die man hat? Ja, oder? Absolut. Ja, gut. Dinge zu aber das weniger. Der Hund geht immer mit. Der Hund geht immer mit. Der bleibt nicht hier. Nee. Der kann ja nicht überall mit. Also dann können wir das eben nicht machen. Dann ist es so. Wir gehen nur dorthin. Ich lasse nicht den Hund allein im Wohnmobil. Ich hätte so viel Angst, dass das Wohnmobil verschwunden wäre. Das Verschwinden vom Wohnmobil, das wäre nicht, das Schlimme, aber das der Hund. Habt ihr die Story gehört von dem Wohnmobilmann, der hat ein Video gedreht, der 9 Monate lang seinen Hund gesucht hat? Die haben den gestohlen, den Hund. Das ist also ganz oft, wenn er angebunden ist, also hier mache ich mir keine Sorgen, aber im Süden klauen die Hunde. Das heißt, die machen die los. Warum? Klauen die, keine Ahnung, die werden dann verkauft. Die werden, also das ist ihm passiert irgendwo, aber ganz im Süden. Das war in Südamerika, glaube ich. Und da haben sie ihm den Hund weggenommen. Ach, wie furchtbar. Ganz furchtbar. Hat er seinen Hund wieder gefunden? Hat ihn wieder gefunden, ja. Oh, ist also aber ganz fürchterlich. Ja, das ist ganz schlimm. Und der hat dann sein ganzes Leben, hat er den Hund gesucht, da haben sie schon gar nicht mehr dran geglaubt. Und ich krieg's nicht ganz zusammen. Ich guck mal, dass ich euch das Video mal schicke. Ja, das wäre super. Und der hat eine Riesenaktion hat er gemacht draus. Okay. Also man sollte den Hund nicht alleine anbinden. Das ist so die Erfahrung. Ja, machen wir dann auch nicht. Sowieso nicht. Also der Hund ist uns schon sehr wichtig. Na, also wenn wir irgendwo nicht hingehen können, weil der Hund nicht willkommen ist, dann war es das. Dann war es das. Das Restaurant selber. Ja, okay. wenn wir mit dem Hund mit darf. Dann nicht. Dann bleiben wir auch draußen. Was ich aber süß finde, ist die Rampe, die ihr dem Hund gegeben habt schon. Das heißt, also, falls er mal älter wird, im Moment ist das kein Problem. Nee. Es liegt manchmal auch daran, wie wir stehen. Manchmal ist der Einstieg dann so hoch, ich will nicht, dass er springt. Ja. Das ist nicht gut für seine Beine. Nee, er kann auch abrutschen und sich böse verletzen. Das oder sonst was. Das muss, und dann haben wir echt ein Problem. Ne? Also von daher braucht er manchmal die Rampe. Er kann sich auch so mal verletzen. Ne? Ja. Nicht all das bedingt, sondern hat er was am Fuß, wie bekommst
kannst du den Hund wieder da rein. Ja. Aber es gibt überall Tierärzte. Also ich habe also unser Hund hat sich das Bein gebrochen vor vier Monaten. Der ist eine Treppe hoch, 2 Meter, ist dann runtergesprungen, so ein kleiner Windhund. Dann waren wir in Italien, da haben wir ein Video zugedreht, auch ganz viele haben da gebankt. Der wurde dann mit 1,2 mm Schrauben dann unten verschraubt. Ah ja, die dünne Beinchen. Dünne Beinchen, ach, das ist wie so ein Karnickel. Ja. Das ist so, das heißt also Thema Arzt, so Check, ich nehme an, dass du zum TÜV musst ab und zu mal oder zum Arzt. Ja, jeder, ne? Na ja. Ja, wie sieht das aus, wenn ihr jetzt mal ein Jahr in Spanien seid? Oder ihr fahrt ja immer wieder zurück? Wir fahren wieder zurück. Na ja gut, du musst ja doch deine Arzttermine musst du doch wahrnehmen, ne? Mhm. Und wenn du halb Jahr unterwegs bist und da kannst du auch Zeit bei deinem Hausarzt Termine holen und dann gehst du. Hast du Sachen, die du nehmen musst jeden Tag? Ja, Medikamente haben wir vorgesorgt. Wir haben mit unserem Arzt besprochen alles. Ne? Also im Prinzip die ganz kleine Klinikpackung habt ihr dann dabei. Für, ist aber nichts, was du nicht überall kriegst, sondern das sind Medikamente. Zum Beispiel, was ist so typisch Bluthochdruck? Was habt ihr? Ja, Bluthochdruck. Ne? Und dann habe ich noch was für den Magen. Für den Magen? Ja, okay. Weil ich öfters Sodbrennen habe. Ne? Okay, das heißt also Bergmann, da stellt man sich so vor, das sind so diese gestellten Cola-Typen, weißt du, die das war ich einmal. Was? Ja, glaube ich dir. Kannst auch glauben, ne? Ja. Glaube ich dir, aber das ist schon harte Arbeit, oder? Ja, das für den Bergbau muss man geboren sein, ne? Ja. Heutzutage könnte man keinen Bergbau mehr aufrechterhalten. Ja, stimmt. Allein, weil die Generation geändert hat. Ne? Vater bei dir auch Bergbau? Der war auch Bergmann. War Bergmann? War Bergmann, ja. Der lebt nicht mehr, oder? Nein, leider nicht. Ne? Okay. Ich bin der letzte Überlebende. Bergmann. Okay. Ja, so von der ganzen Verwandtschaft ziemlich. Ne? Weil ich habe noch nie so einen Bergmann getroffen. Ihr seid echte Helden. Als du das gesehen hast da mit der Höhle, wo die Kinder... Hast du das gesehen? Ja, das ist stimmt. Thailand war das, ne? Thailand? Mhm. Ja. Da kann man mitfühlen. Das heißt, also wenn da mal eine Explosion ist, Bergleute werden verschüttet, ist das ja nicht immer schlimm, wenn man das schon. Ja, gut, man hat auch schon Verpuffungen, hatten wir auch schon, wo. Hast du es selber erlebt, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Ne? Aber viele Kollegen, wo während der Arbeit ums Leben gekommen sind, und das trifft einen dann schon. Es ist schnell was passiert, ne? Mhm. Ja, man muss aufpassen. Ich habe eben aus Spaß gesagt, die nächsten 40 Jahre kannst du denn hier fahren. Wenn das Wohnmobil so lange hält, ja. Nee, gehen wir mal davon aus, hält so lange und so weiter. Das Thema Lebenserwartung, man ist ja heute mit 60 nicht mehr alt, sondern es war ja früher so, da waren mal alte Leute und so. Richtig. Und jetzt siehst du auf einmal überall Menschen. Mhm. Was ist für dich, die Frage stelle ich immer sehr gerne, was sind für dich alte Leute? Wie alt sind die dann? Sind die dann schon im Altersheim 90? Oder? Auch dann kann man nicht sagen, dass jemand echt alt ist. Es liegt daran, wie jemand ist. Ja, du mit deiner Mama. Die meine, Mutter, meine Mutter ist 88, wird 89 im April. Ist die fit? Ja, die macht auch Patchwork, die stickt, die interessiert sich für Politik. Die versteht Deutsch? Ziemlich gut. Also heißt, auf YouTube könnte sie das Video gucken, oder? Hier, von euch. Ja, vielleicht schon, ja. Also wenn ich dann da bin, ich nehme den Computer mit, sonst hat sie keinen eigenen Computer. Sie hat Internetzugang, das wohl. Okay. Aber das ist für mich keine alte Frau, obwohl sie körperlich einfach nicht mehr so viel kann. Du warst wie oft im Jahr warst du bei ihr? Ich versuche immer so 3-mal im Jahr hinzufahren, aber sie war meistens immer bei uns eine längere Zeit. Sie da fährt noch selber, oder? Nein, ich habe sie dann immer abgeholt. Abgeholt? Ja, ja. Cool. Ja. Und das ist natürlich für meine Mutter auch. Vorname ist schade. Mutter? Wie heißt sie? Leni. Leni, ja, ja. Okay, das heißt, ihr kennt die ja beide schon seit 60 Jahren, nehme ich an. Ja, gefühlt. Ja, ja. Ja. So ist es. Ewige Zeiten, ja. Ewige Zeiten. Ja. Und wie habt ihr euch nochmal kennengelernt? Du warst auf Besuch, oder wie? Also, meine Schwester hat in Holland gewohnt. Ja. Ne? Und sie hat da unten auch Bekanntschaften geschlossen. Da war ihre Mutter dann auch dabei. Ja. Ne? Und da sind sie für den Besuch zu uns gekommen, nach Ludweiler. Nach Ludweiler? Nach Ludweiler. Ich bin aus Ludweiler im Bad. Ne? Ja. Ja, und da ist die Annette, so jung und knackig wie sie war, ist sie dann mitgekommen. Wie sie jetzt ist. Bin ich alt und dappig. Nee, bin ich immer noch jung und knackig. Ne? Ja, und da haben wir uns verliebt. Ja. Ne? Mit 14, sie war 14, ich 16. Ne? Und da waren wir, bin ich öfter jeden Monat nach Holland gefahren, nach Den Haag, mit meinem alten R4. Ein R4 ne? Mit 16, hast du? Mit 18. Mit 18, ja. Bin zwei Jahre dann mit dem Zug. Ne? Ja. Dann mit 18 direkt den Führerschein gemacht, mit 17. Das heißt, du warst schwer verliebt, oder wie? Naja, wir waren beide schwer verliebt. Ja. Ne? Sind wir immer noch. Warte, ich guck mal gerade die Annette. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Was soll ich Ihnen jetzt auch sagen? Ne? Ja, das war auch sein Glück. Der Chef sitzt daneben, ja. Ja. Wann war denn das? Das Jahr, war das 70er? Das 78. Ja. Ja. 78 war das. Harpo, aber... War das die Zeit so? Oder was war da? Was war Harpo, ja, genau, das war auch so Movie vieles. Star. Ja.
Ja. Dann war Disco. Da war noch schöne Musik. Richtig, ja. Ne? Ja. Disco war ja angesagt. Ja, der noch ich im Fernsehen. Ja. Wer? Der Moderator. Dieter Thomas Heck? Ja, das war ja Dieter Thomas Heck, ne, die Zeit. Ja, mit Schlagermusik und so Dingen, ne? Ja. Franke gab es ja noch. Das Schlümpfelied, Vater Abraham. Vater Abraham, das waren die Zeiten. Habt ihr euch kennengelernt und Heirat kam wann? Später, viel später. Später. Wir haben geheiratet in 2000. In 2000? Mhm. Ja, das kann man leicht behalten. Du hast ja 20 Jahre wilde Ehe geführt. Ja, ja, ganz lange. Nee, wir waren auch eine Zeit lang auseinander. Okay. Ne? Und dann? Wie kam es wieder zusammen? Also ist mich wieder besuchen gekommen. Da hat sie gesagt, ich kann nicht mehr ohne dich. So ist es. Ohne Karlsberg. Ohne Maggi. Ohne Maggi. Und ohne Makler. Du warst wieder in Holland dann zurück, oder? Ich habe dann in Schottland gewohnt und eine Zeit noch in Norwegen. Und da war ich mit meiner Mutter und gekommen, wir fahren da einfach nochmal hin, mal gucken, wie das war im Saarland. Und so ist das dann eben wieder gegangen. Haben wir uns wieder gesehen und es war wie früher. Echt? Und dann haben wir entschieden, nochmal weiter zusammen weiterzugehen. Also du kannst die Zeit ja nicht zurückdrehen. Mhm. Das ist ja, würde dir irgendwas ändern? Nein, würde ich nicht. Weil dann wäre, wenn du irgendwas ändern würdest, dann wäre vielleicht deine Tochter nicht geboren. Zum Beispiel, ja. Die kam denn danach, die Tochter? Oder in der zweiten Phase? Die kam in die erste Phase. In der ersten Phase? Ja. Okay. Ja. Die kam sehr früh? Wart ihr da ganz jung noch? Ja, es ist allerdings nicht meine eigene Tochter. Ist ja egal. Ja. Aber ist deine Tochter so? Ja, es ist meine Tochter. Aber die kam denn sehr jung? Ja. Weil ich habe ja meine Kinder mit 19 bekommen, ja? Ja. Und das verändert dich ja schon. Schon, wenn man junge Kinder kriegt, auch früh. Ja. Zwillinge. Zwillinge noch. Da war das Leben quasi erstmal anders. War mal Schluss mit lustig, ne? War Schluss mit lustig. Ja, ich sehe das auch jetzt bei meiner Tochter mit dem Kleinen. Das ist ganz schön anstrengend. Okay. Ne? Die hat auch immer Hunger eher. Ach, heute ist ja Patchwork und ich kann ja sagen, ich habe ja auch drei Kinder. Ein Kind von meiner neuen Frau, die beiden von der anderen. Die waren jetzt zum Weihnachten alle zusammen sogar. Schön. Also es bringt ja nichts, wenn man sich da bekriegt. Weißt ja, du, nee, das bringt auch nichts. Man geht lieber normal miteinander um. Und wenn es nur für die Kinder auch ist, finde ich super wichtig. Habt ihr im Leben in der Reife, wäre das vor 30 Jahren möglich gewesen, was ihr heute, ihr hättet jetzt im Lotto gewonnen und hättet gesagt, wir gehen auf Reisen. Weil ich höre viel von Pärchen, die auf Reisen gehen, das ist so eine Beziehungsprobe. Nochmal. Das ist, weil du bist ja auf engstem Raum jetzt. Ja, aber wir haben das Gefühl sogar, wir haben kein Problem damit. Ja, wir haben kein Problem. Wir haben das nicht, ne? Nee. Okay, was fehlt euch noch? Habt ihr einen Lieblings-Italiener bei euch in Frankreich? Ja, den hatten wir wohl. Dann zwar in Deutschland. Ja, wer? Aber wer war das? Das war damals Pizzeria La Taverne in Geislautern. In Geislautern? Ja. Die gibt es nicht mehr, oder? Doch, die gibt es immer noch, nur da kommen wir nicht mehr hin. Kommen wir nicht mehr hin? Ja, vorläufig mal nicht. Ne? Und was war noch gut? Was habt ihr gerne gemacht, so die Routine in der Woche? Ins Kino seid ihr schon mal? Nee. Nee. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Sind wir stinkelangweilig. Nein, wir hatten keine Zeit. Wir hatten wirklich immer an dem Haus gearbeitet. Ne? Ja. Okay. In jeder Freizeit. Ne? So, Haus ist weg. Haus ist weg und jetzt geht's los. Jetzt wollen wir unser Leben leben. Ich will euch ja nicht mehr im Weg stehen. Nee, da kann ich ruhig bleiben. Ja. Du willst ja sowieso mal alles wissen. Patchwork, hast du was da, was du mir mal zeigen kannst, was du machst? Oh ja, die hat meine Mutter gemacht. Das ist nur mein Kinderkleider drin. Ach, das ist nicht... Das ist nicht gekauft, das habt ihr gemacht. Hat meine Mutter gemacht. Ja, stell mal den Kaffee, die Zeit kann schon diese Zeit. Ja, komm, wir machen mal den Kaffee. Der Kaffee wird aber kalt jetzt. Ja, das ist kein Problem. Ich liebe kalten Kaffee. Die hat meine Mutter gemacht extra für mich, für ins Wohnmobil, damit ich es nicht kalt habe. Im Wohnmobil wird es immer kalt. Das ist Kinderkleider noch alles. Das ist ja sau viel Arbeit, oder? Ja, ist alles von Hand. Und das sind gebrauchte Kleider gewesen? Also das war Kinderkleider viel. Und natürlich andere Stoffe rumherum, die sind natürlich neu gekauft. Aber hier hatte ich einen Rock davon früher und Das ist Nähmaschine? Bitte? Du machst es mit der Nähmaschine? Nee, das sind alle Sechsecke, die muss man alle von Hand machen. Du nähst die von Hand so genau? Ja, muss man alle zusammen. Dann später wird das gequiltet. Aber diese ist Maschine gequiltet, aber von Hand gepatcht. Nochmal, das ist von Hand. Wie lange ist man denn ein Jahr dran? Meine Mutter war da schon ein Jahr dran. Ein Jahr? Ja. Das ist praktisch wie so ein Perserteppich vom Aufwand. Ja, man macht natürlich die Aufwand zu groß, wie man selbst will. Perserteppich einfacher ist. Weiß ich jetzt nicht. Ne. Nochmal, ihr habt das von Hand? Das ist ja unglaublich. Ja, dann möchte ich erstmal die Stücke alles rausschneiden. Erst ausschneiden, dann alles um die Papier, das nennt man auf Englisch Paper Piecing. Alles, ne? Und, alles von Hand. Ja. Und das machst du aber nicht mehr in die Waschmaschine? Oder? Doch, das mache ich einfach so, so Handwasch oder so. Genau, wenn du mal gerade umdrehst, zeig mal die andere Seite. Die Rückseite haben wir so gemacht. Das ist ein warmer Stoff. Ja. Und
Naja, hier sehe ich ja auch alles. Ich so, steht ja auch. Die Patchwork, ihr hattet ja mehr wie eins an Patchwork. Habt ihr die alle mitgenommen? Die sind alle eingelagert, meine Decke. Wollte ich gerade sagen, ja, weil das gibt es ja nicht kein, weg. Kein Platz. Ja, das konnte ich nicht, das geht nicht. Nee, das geht auch nicht. Da hängt zu viel Arbeit und Zeit einfach drin. Ja. Hast du das im Vakuum gezogen oder wie hast du es gemacht? Ich habe es einfach in Plastik schon eingepackt und dafür gesorgt, dass es nicht auf dem Boden steht, also dass immer dann auch Luft dran zirkulieren kann. Du weißt ja, wie es ist. Ja, Rembrandt und so, die sind ja alle erst nach dem Tod, haben die Milliarden bekommen. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht ist das hilft uns dann ja wenig, aber oder? Das hilft uns wenig, genau. Krass, hier steht es ja auch gemerkt in 2014 und 2015 von Mama. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Die Batterie ist leer. Ich habe noch 4%. Hol eine neue. Nee, ist jetzt auch, wir haben, glaube ich, alles erzählt, aber wir machen eins. Ich gebe euch mal meine E-Mail-Adresse. Ihr müsst mir mal Fotos schicken, wenn ihr unten seid. Dann, das mache ich gerne. Dann machen wir mal eine Schalte. Kennst du Zoom oder kennst du WhatsApp? Kennst du? WhatsApp, ja. Hast klar. du. Da können wir doch mal eine Schalte machen. Ja. Dann erzählst du mal, wie es dir geht. Ich nehme die auf. Ja. Und du schickst mir ein paar Fotos, die kann ich einbauen. Was hältst du davon? Das ist doch super. Ja, genau. Oder ich komme mich mal besuchen da unten. Ja, das wäre natürlich noch viel besser. Du bist immer willkommen. Ja. Das ist, weil ich habe vor, demnächst mal auf den Wegen, wir haben ja viele interviewt, die... Ich sag mal, im Wohnmobil wohnen. Also teilweise haben das bis zu 1 Million Leute geguckt bei uns. Ein Video, ja, wirklich. Ja. Also gerade, ich habe in Italien ein Pärchen kennengelernt. Die wohnen übrigens im gleichen Grundriss. Die haben kleiner. Also die haben jetzt keinen Phoenix, sondern haben ein... ach Gott, wie heißt das Ding? Wie heißt der eine Landkreis in Bayern, wo die Frankia haben die. Und Frankia mit Hexelsgruppe. Ja. Viel kleiner, aber haben gesagt, wir leben dort drin und das hat die Leute so geflasht, dass sie gesagt haben, wollen wir gucken und haben jetzt, glaube ich, fast 1 Million geguckt. Also ist wirklich viel. Also das Bedürfnis, Bedürfnis ist groß. Ja. Und ganz viele. Nett, ja. So, dann noch was anderes. Wenn mir einer schreibt und hat Fragen an euch, also wie ist das so, weil das ja viele interessiert, darf ich das weiterleiten an euch später mal? Das heißt, ihr nicht direkt in Kontakt? Ja, wenn wir mal ein bisschen mehr Erfahrung haben hier. Nein, ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr dann zurückschreibt. Ja, natürlich. Haben wir kein Problem damit. Habt ihr kein Problem. Also schreibt mir bitte ruhig an. Also schreibt mich an herzog@medien-saar.de. Das muss ich aufschreiben. Nein, ich mach das dann. Nein, es geht jetzt um die Leute, die das sehen. Also herzog@medien-saar.de und dann schreibt ihr mir die Fragen, die ihr habt. Ich leite das weiter, dann könnt ihr direkt mit denen mal in Kontakt treten, weil viele wollen gerne das machen, was ihr macht. Könnt ihr das verstehen? Ja, das kann ich absolut verstehen. Ich meine, das ist ja ultimative Freiheit. Ne? Ultimative Freiheit. Ja. So, dann sagt mal tschüss. Und tschüss. Und alles Gute. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao.